zum frei sich bilden, ergeben sich kraftvolle neue Ansätze. Wie soll das gehen? Wie können junge Menschen in Thüringen sich also informeller Bildungsmöglichkeiten hingeben? Ausnahmen von der angenommenen ausnahmslosen Pflicht zur Anwesenheit im Schulgebäude sind denkbar, de lege lata und de lege ferenda. Höherrangige Rechtsnormen verbieten dies nicht, im Gegenteil. Und Sie, die Thüringer Landesregierung und der Thüringer Landtag, haben dazu den Schlüssel in der Hand. De lege lata, also nach geltendem Recht. Hier in Thüringen wurden die Chancen, die mit informellen Bildungsmöglichkeiten verbunden sind, schon frühzeitig erkannt. Im Thüringer Bildungsplan werden diese ausdrücklich gefordert. Erste zarte Schritte, diesem Ansatz zur Geltung zu verhelfen, finden sich im Schulgesetz dadurch, dass dort formuliert ist, dass der Thüringer Bildungsplan bei der Gestaltung schulischer Bildungsprozesse als Orientierungsrahmen zu berücksichtigen ist. Bedarf es da Mut, etwa unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensspielräume bereits heute in diesem Sinne auszulegen? Nur ein Beispiel. Die Pflicht zum Schulbesuch kann auf Antrag der Eltern ruhen, wenn zwingende Gründe dies rechtfertigen. Ein zwingender Grund kann vor dem hier skizzierten Hintergrund durchaus in der Wahrnehmung informeller Bildungsmöglichkeiten gesehen werden oder in dem Wunsch, die in § 47a Schulgesetzgebung vorgesehene Stärkung der beruflichen und arbeitsweltlichen Orientierung wirklich zu leben. Schließlich könnte eine Genehmigung zum Beispiel mit einer Auflage an den jungen Menschen verbunden werden, nach einem bestimmten Zeitraum seine erworbenen Fähigkeiten der Schule gegenüber zu präsentieren, damit präsent wird, wie er sich im Sinne der Ziele des Schulgesetzes entwickelt hat. Auch eine wissenschaftliche Begleitung bietet sich an. Die dann so bereits gelebte Praxis kann in einem nächsten Schritt oder parallel dazu in einem klaren rechtlichen Rahmen gegossen werden. An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Einladung aussprechen, einen solchen Entwurf in einem gemeinsamen Zusammenwirken, in einem kooperativen Prozess und unter Einbeziehung der fachlichen Expertise dieser und weiterer Experten zu er- und überarbeiten. Der rechtliche Rahmen dafür steht uns zur Verfügung. Das Grundgesetz, die Landesverfassung, das europäische Recht bilden hierzu keine Schranken, sondern stützen und ermöglichen dies, ja fordern diese Schritte. Neben der Schaffung von ausdrücklichen Ausnahmetatbeständen ist auch an die Vereinfachung des Zugangs zur Teilnahme an den externen Prüfungen zum Beispiel zu denken. Worauf warten wir noch? Weitere Impulse geben nun 5 Unterstützer des Anliegens, von denen jeder ein ausgewiesener und renommierter Experte auf seinem Gebiet ist. Nachdem alle zu Wort gekommen sind, bin ich sicher, dass sich der Blick nicht länger von den damit verbundenen Chancen abwenden lässt. Wenn man den Zielen des Schulgesetzes und der Thüringer Verfassung ernsthaft zur Geltung verhelfen will. Als erstes wird der Philosoph Bertrand Stern, der sich seit einem halben Jahrhundert mit diesen Fragen beschäftigt, einen Einblick geben über den Gewinn, der mit einem so verstandenen Freisichbilden für alle Beteiligten verbunden ist. All dies, was Bertrand Stern so treffend formulieren wird, wird verhindert, wenn Lernen und Bildung mit Zwang und Gewalt in Verbindung gebracht werden. So geschieht es durch die derzeitige Anwendung der Gesetze. Die Psychologin Franziska Klingicht wird uns in Berührung bringen mit den Gewalterfahrungen, die junge Menschen derzeit bei der Wahrnehmung ihres Rechts, frei sich zu bilden, erfahren. Wenn ich eingangs die Frage aufwarf, warum die Etablierung informeller Bildungsmöglichkeiten wünschenswert und sinnvoll ist, so kann der renommierte Neurobiologe Professor Dr. Gerald Hüther darauf grundlegende Antworten geben. Er wird uns die diesbezüglichen Erkenntnisse der Hirnforschung umreißen. Was Professor Hüther ganz grundsätzlich beschreibt, kann die Pädagogin Karin Kern mit praktischen Beispielen anreichern und vertiefen. Sie wird uns einen Einblick in ihre Arbeit mit jungen Menschen geben, die frei sich bilden, aber dennoch, denn das schließt sich gerade nicht aus, im Gegenteil, einen Schulabschluss erwerben möchten. Wir können hier also bereits auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und schließlich kann uns auch ein Blick auf das internationale Ausland, in dem dies in den meisten Ländern bereits gelebte Praxis ist, wertvolle Hinweise geben, die mit der Möglichkeit informeller Bildungsmöglichkeiten verbunden sind. Hierzu gibt uns Heinz-Jürgen Rickert einen ersten Überblick. Er war unter anderem Bundeskoordinator des UNESCO-Projektschulennetzwerks. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Bertrand Stern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich Ihnen danken dafür, dass diese Anhörung überhaupt möglich ist und dafür, dass Sie nun mir Ihre Aufmerksamkeit schenken. Da ich mich seit über 5 Jahrzehnten dieser Frage widme, kenne ich deren Komplexität. Das Ansinnen meines Beitrages sehe ich darin, weit über alle Kritik an der Institution Schule hinaus, Sie, meine Damen und Herren, herzlich einzuladen, Neuland zu betreten. Neuland hinsichtlich des Menschen, der in seiner besonderen Fähigkeit und seinem Bedürfnis, frei sich zu bilden, beachtet werden möchte. Eine Selbstverständlichkeit wie Leben, Lieben, Atmen, Kommunizieren oder sich ernähren. Und Neuland hinsichtlich der Gestaltung der Bildung. Erst wenn diese von der schweren Last einer Beschulung erlöst ist, ergibt sich wie von selbst die Chance, die für jeden Menschen, für jede Gemeinschaft, für jede Gesellschaft, für jetzt und das Künftige zu betrachten ist. Die Chance nämlich, dass wir wieder ein Land der Dichter und Denker sind, weil Menschen sich mit ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrem Wissen, ihrer Vergangenheit identifizieren können. Hervorzuheben ist zuerst Thüringens ganz besonders positive Ausgangslage. Es hat als derzeit einziges Land in Deutschland offiziell einen Bildungsplan für Menschen bis 18 Jahren erlassen, der ausdrücklich auch die Möglichkeit eines informellen Bildungsweges postuliert. Diese Möglichkeit fügt sich wunderbar in die immer öfters anzutreffende Situation einer Tochter oder eines Sohnes, die oder der aus welchen Gründen auch immer mit einem kategorischen Nein es klar ablehnt, in die Schule zu gehen. Wie soll sie oder er dahin gebracht werden, da den Müttern und Vätern der BGB § 1631 ausdrücklich jedweder emotionale, psychische oder physische erzieherische Gewalt untersagt. Zwar ist erfreulicherweise festzustellen, dass immer mehr, ach wie unnötigen Verfahren wegen angeblicher Verletzung des Schulanwesenheitszwanges für die Betroffenen selbstverständlich positiv ausfallen, allein Betroffenen, die sich diesem zermürbenden Prozess entziehen wollen, bleibt oftmals nichts anderes übrig, als auszuwandern. Möchten Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wirklich die besten Köpfe der potenziell genialen, sensiblen Menschen aus dem Lande jagen, weil diese Menschen mit der obsoleten Schulideologie inkompatibel sind? Bedenken Sie bitte, wer dann hier in Thüringen übrig bleibt. Welche Entlastung für die betroffenen jungen Menschen und deren Mütter und Väter würde es bedingen, wenn die thüringische Legislative, also das Landesparlament, im Sinne der zeitgemäßen Anpassung für eine Änderung, einen Wandel sorgte, dadurch nämlich, dass dem gesetzlich verankerten Bildungsplan endlich größere Wirkung geschenkt würde. Übrigens eine Initiative, die grundlegend positive, konstruktive Auswirkungen auf unser demokratisches Selbstverständnis hätte. Frei sich bilden ist ein geradezu idealtypischer Aspekt des Ernstnehmens freiheitlich-demokratischer Grundsätze. Das in einem ökosozialen Kontext eingebettete, frei sich bildende Subjekt findet durch die öffentliche Hand eine wirksame Begleitung, Unterstützung. Keine obrigkeitsstaatliche Herrschaft, die das Subjekt mit allen möglichen Argumenten zum Objekt erniedrigt. Nein, es zwingt und bezwingt, sondern eine Staatlichkeit, die ihn zutiefst respektiert, unbedingt und bedingungslos. Stellen Sie sich bitte einige Folgen des von mir ersehnten Wandels vor. Unzählige junge Menschen dürfen sich ihrer angeborenen kreativen und aktiven Begeisterung widmen. Sie sind neugierig, fragen, wollen verstehen, welch ein Innovationsschub entsteht hierdurch. Wirtschaft und Handwerk werden ihnen für die endlich wieder motivierten, offenen, interessierten jungen Menschen regelrecht danken.
Ja, stellen Sie sich vor, dass viele Menschen, denen die Liebe ihres Nachwuchses und die Beachtung seiner Selbstentfaltung von ethisch so wesentlicher Bedeutung ist und die deswegen andernorts in Deutschland verfolgt würden, sich just in Thüringen niederlassen würden. Thüringen als vorbrechendes Land der Innovation, genährt von intelligenten, sozial und kulturell engagierten Menschen. Glauben Sie nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass bald andere Bundesländer dem von hier ausgehenden und unabwendbaren Sog sich anschließen würden? Ja, müssten. Noch eine befreiende Konsequenz. Behörden und Justiz hätten Besseres, Wichtigeres zu tun, als mit aller Gewalt Menschen dazu zu bringen, eine Schule zu besuchen. Und der Schulminister, Herr Holter, hätte die dankbare Aufgabe, dafür zu sorgen, dass freiheitliche und demokratische Infrastrukturen des Freisichbildens den Menschen zur Verfügung stünde und sie in ihrem Anspruch auf subsidiäre Unterstützung positiv begleitet würden, dienen im edelsten Sinne des Wortes. Nebenbei möge eine weitere, nicht unwesentliche Folgerung aufgeführt werden. Welche der den Menschen, den Familien, der Gesellschaft und dem Staat aufgebürdeten Ausgaben fallen weg, wenn Menschen nicht mehr medikalisiert, psychiatrisiert oder kriminalisiert werden, wenn Nachhilfe oder Methylphenidate, polizeiliche Vorführung oder Jugendarrest, Sonderschulen oder Kinderpsychiatrie und vieles mehr schlicht entfallen, weil jedes Subjekt ein von Anfang an respektiertes Subjekt ist, das frei sich bilden kann und will. Weil ich darum weiß, wie oft sich an der Stelle bedauerliche Missverständnisse einschleichen, möchte ich kurz viererlei hervorheben. Erstens, ich habe nichts gegen das Fortbestehen der Schule. Werden aber Menschen vom Zwang erlöst, sich da über Jahre unter gewissen fremdbestimmten Bedingungen aufzuhalten, wird auch der Institution Schule und all ihren Akteuren die Chance geboten, sich im Sinne des Lebendigen, des Menschlichen, des Sinnvollen zu verwandeln. Statt eine Schule als Ort der zwangsweisen Abrichtung von Objekten, eine durch die öffentliche Hand garantierte und unterstützende Infrastruktur, die dem frei sich bildenden Menschen als Subjekt zur Verfügung steht. Zweitens, missverstehen Sie bitte meine Ausführungen nicht als Plädoyer für die häusliche Beschulung, selbst wenn diese mit der englischen Vokabel Homeschooling daherkommt. Ich trete hier nicht für Eltern ein, die aus welchen Gründen auch immer, nicht selten mit pädagogischen, ideologischen oder religiösen Ambitionen, ihren Nachwuchs, der aus ihrer Sicht schädlichen offiziellen Schule entziehen und daheim am Küchentisch, wie es heißt, unterrichten wollen. Darum geht es mir ebenso wenig wie um die Frage von privaten, nicht zu genehmigenden Hinterhofschulen. Drittens, das oft vorgebrachte Argument, die staatliche Schule sei ein Ort der demokratischen Sozialisation jenseits von Diskriminierung, ist, wie wir alle wissen, eine Lüge, die durch ständige Wiederholung nicht wahr wird. Viele der höchst bedauerlichen und kontraproduktiven Eigenschaften, wie zum Beispiel Egozentrismus oder autoritäres Gehabe, sind eine Konsequenz der Beschulungsideologie und der schulisch erfahrenen, subtil oder offen erlittenen Gewalt. Indes beruht unser demokratisches Selbstverständnis zweifellos auf dem unbedingten und bedingungslosen Respekt vor dem Menschen, der ein gattungsgemäß soziales und kooperatives Wesen ist, ansonsten es uns gar nicht gäbe. Daher ist wahrlich nicht zu befürchten, dass die Hinwendung zum Subjekt aus Menschen nun asoziale Individualisten oder Egoisten machen würde. Und viertens, insofern vertrete ich hier keine Ideologie, bin kein Vertreter eines Dogmas, sondern trete lediglich für das ein, was das für uns alle wohl verbindliche Grundgesetz sowie die Konventionen der Menschenrechte postulieren. Sowohl hinsichtlich jedes Menschen
dessen Selbstbestimmtheit, Würde und Kompetenz unbedingt und bedingungslos zu respektieren sind, wie hinsichtlich der dienenden, subsidiären Aufgabe der Staatlichkeit. Wenn ich als Philosoph mir erlaube, Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit zu einer längstfälligen legislativen Maßnahme einzuladen, so deshalb, weil mein Plädoyer eine Vereinfachung für alle Betroffenen und Beteiligten bietet und keine Nachteile zeitigt. Diese Dynamik kommt nicht nur jungen Menschen, ihren Müttern und Vätern, der Verwaltung, der Justiz, ja dem Staat insgesamt zugute. Auch nicht nur einer vielfältig gedeihlichen Kultur- und Bildungslandschaft, die auch als Landschaft von Dichtern und Denken beschrieben werden möge, sondern auch einer gesunden Wirtschaft und daher dem lebenswerten Künftigen schlechthin. Es beglückt mich die Vision eines Landtages, der wesentlich dazu beiträgt, das Bundesland Thüringen als Vorbote eines unumkehrbaren Prozesses zu machen, durch eine einfache Öffnung der Gesetzgebung dahin, dass, wie im Bildungsplan ausdrücklich angeführt, der informelle Bildungsweg ausdrücklich möglich ist. Es ist klar, dass diesen durch Sie vollzogenen ersten Schritt auf Landesebene alsbald weitere Schritte auf Bundesebene folgen werden, um eine sinnvolle Selbstverständlichkeit zu verankern. Das Grundrecht eines jeden Menschen, frei sich zu bilden. Was nun die weitere Gestaltung oder was Ihre möglichen Bedenken betrifft, so freue ich mich auf den konstruktiven und prospektiven Dialog mit Ihnen und stehe Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr gerne zur Verfügung. Für Ihre geneigte Aufmerksamkeit danke ich Ihnen sehr herzlich. Bitte sehr. Auch wenn es vielleicht da oben etwas bewegt, aber bitte von der Tribüne keine Statements, kein Applaus, gar nichts. Da gibt es Regeln, das ist die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages und die müssen wir alle beachten. Sonst muss ich noch böser werden, das will man nicht. Hallöchen, Sie dürfen. Okay, jetzt ist an. Gut. Verehrte Damen und Herren, ich fühle mich sehr dankbar für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich warte noch auf ein Bild. Klappt das? Ach, es ist schon da. Gut. Also, ich bin Psychologin und systemische Therapeutin und nun seit über 10 Jahren mit Fällen junger Menschen befasst, die in und mit der Schule unglücklich sind. Ich möchte Ihnen kurz etwas zu meiner Grundhaltung sagen. Wenn Sie zu mir kommen würden, jeder hier im Raum oder der hier zuhört, mit einem Anliegen, mit Kummer, einer Not, dem inneren Bedürfnis nach seelischer Gesundheit und Entfaltung, würde ich Sie unterstützen, Ihre Ressourcen, Ihre Stärken, Ihren Weg und Ihr Glück zu finden. Weil genau das für Sie selbst einerseits und für uns alle als menschliche Gemeinschaft andererseits das Beste wäre. Das betrifft jeden Menschen, ich schließe hierbei keinen aus. Sei er nun 7, 70, 35, 18, 13 oder 7 Jahre alt. Ich möchte Ihnen erzählen von den Menschen, die nun seit über 10 Jahren zu mir kommen. Es sind junge Menschen, die etwas wollen und etwas nicht wollen, die Ja sagen und die Nein sagen. Es sind junge Menschen, die etwas Ungeheuerliches tun, etwas Unvorstellbares, Irritierendes, Bedrängendes. Sie sagen Nein zur Schule. Ich habe dieses Bild für Sie mitgebracht von der Internetseite Jugendgerichtshilfe Dresden. Ist nur beispielhaft, also hat jetzt keine Bedeutung, dass es Dresden ist. Der Verfahrensablauf eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen Schulverweigerung. Und der erste Satz lautet dort: Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulverweigerung wird gegen dich, also an Jugendliche gerichtet, eingeleitet, weil du schuldhaft stunden- bzw. tageweise die Schule nicht besucht hast. Darauf folgt eine sachliche Darstellung an den Jugendlichen, was nun daraus folgt. Und dieses Bild. Ich war irritiert über dieses Bild. Im Text findet sich natürlich kein Wort über die Hintergründe, die Gründe eines jungen Menschen. Der Text ist absolut sachlich und emotionslos. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Das Bild hingegen finde ich hochemotional. Was sind also die Hintergründe bzw. Auslöser eines solchen Neins? Ich konnte zweierlei Ausgangspunkte identifizieren, die ich in Kürze natürlich nur pointiert darstellen kann. Ein Ausgangspunkt ist das erlebte Leid in der Schule, das einige junge Menschen einfach nicht mehr ertragen können und wollen. Nein, es handelt sich nicht um Einzelfälle. Die Behauptungen, du bist der Einzige, oder an die Eltern gerichtet, bei allen anderen klappt es doch mit ihrem Kind oder bei euch zu Hause, stimmt was nicht, ist nicht wahr. Ich könnte mehrere Buchbände mit den Geschichten füllen, die ich in den letzten Jahren berichtet bekommen habe. Ein 14-Jähriger nannte mir vor einer Weile seine beobachtete Einschätzung, dass es 95% der Schüler schlecht ginge. Das war seine Wahrnehmung. In sozialen Netzwerken bringen es Jugendliche zu Ferienende so auf den Punkt, am Montag geht der Horror wieder los. Und es geht nicht nur den jungen Menschen nicht gut. Ich möchte sogar so weit gehen, festzustellen, dass es heute unterm Strich allen vom Schulsystem betroffenen Menschen schlechter geht als je zuvor. Seelisch schlechter geht als je zuvor. Insbesondere denen, die in direktem Kontakt zu Menschen stehen. Den Schülern, den Eltern, den Lehrern, den Schulleitern und auch zum Beispiel Mitarbeitern im Jugendamt oder in Beratungsstellen, die Probleme sehen. Jedenfalls all jenen geht es nicht gut, denen das Wohl der jungen Menschen wirklich am Herzen liegt. Das wird mir von den verschiedenen Seiten bestätigt. Das empfundene Leid betrifft einerseits den Bildungsaspekt, Langeweile, Lustlosigkeit, Interessen- und Motivationsverlust, Gefühl von Sinnlosigkeit. Und andererseits den sozialen Aspekt. Nicht nur Mobbing und die für uns sichtbare Gewalt, auch respektlosen, lieblosen, herabsetzenden zwischenmenschlichen Umgang, Druck, fremdbestimmt sein. Der eine Ausgangspunkt für ein Nein ist also das erlebte Leid. Der andere Ausgangspunkt eines Neins zur Schule ist, dass immer mehr junge Menschen aufwachsen in dem Gewahrsein der eigenen Kompetenz und Selbstwirksamkeit und zudem stark verbunden sind mit unseren eigentlichen menschlichen Grundbedürfnissen, darunter das tiefe Bedürfnis nach Sinn und nach sinnvollem Tun und Dasein. Gerade in unserer heutigen Welt ist das eine wichtigere Frage denn je. Dieses sinnvolle Dasein schließt das Bedürfnis nach Selbstentfaltung ein und nach sozialen Beziehungen zu Menschen, die echt und authentisch sind. Immer mehr junge Menschen lehnen den Schulbesuch deshalb ab, weil sie das Lernklima und das zwischenmenschliche Klima dort nicht als für sich stimmig und richtig empfinden. Ich höre Aussagen wie, ich kann dort nicht lernen, ich lerne dort nichts, das bringt mir nichts. Oder auch die berührende Aussage eines Mädchens, ich kann mich da nicht fühlen, ich kann die Lehrerin nicht fühlen, ich kann mein Zuhause nicht mehr fühlen. Wir müssen die Annahme hinterfragen, weil du schuldhaft die Schule nicht besucht hast. In gesunden Kulturen wird und wurde die Jugend deshalb geschätzt, weil sie zu einer gesunden Weiterentwicklung der ganzen Gemeinschaft beitrug. Wir könnten diesen jungen Menschen dankbar sein. Zumal ich betonen muss, dass ihr geäußertes Empfinden all unsere Erkenntnisse über den Menschen widerspiegelt, aus der Hirnforschung, der Sozial-, Lern-, Entwicklungs- und Evolutionspsychologie, der Systemtheorie und der Resilienzforschung. Und nicht nur das, ich möchte Ihnen gerne einmal ein paar Aussagen vorlesen aus dem Infoheft Kinder dürfen Nein sagen. Kinder vor Gewalt schützen, Infos in leichter Sprache für Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen der Caritas. Ein paar Zitate. Gewalt bedeutet, jemand macht etwas mit mir, was ich nicht will, ich fühle mich schlecht dabei. Jemand zwingt mich zu etwas, jemand tut mir weh. Gewalt kann auf unterschiedliche Weise passieren. Es gibt verschiedene Arten von Gewalt, aber es ist egal, welche Gewalt es ist. Gewalt ist immer verboten. Niemand darf mir wehtun. Seelische Gewalt ist zum Beispiel, wenn mir jemand Angst macht, wenn mich jemand bedroht, jemand droht mir eine Strafe an, wenn ich etwas nicht mache. Jemand zwingt mich zu etwas, was ich nicht möchte. Welche Rechte habe ich? Ich habe ein Recht darauf, gut behandelt zu werden. Alle müssen mich ernst nehmen. Ich habe ein Recht darauf, selbst zu entscheiden. Meine Meinung ist wichtig. Ich darf auch Nein sagen. Wenn sich jemand nicht an meine Rechte hält, darf ich mich beschweren. Man muss mir zuhören. Ich habe ein Recht darauf, selbst über meinen Körper zu bestimmen. Du hast ein Recht auf Bildung, ein Recht zu spielen, ein Recht auf Sicherheit und Privatsphäre, auf freie Zeit.
Jedes Kind hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Das steht mindestens dreimal in dieser Broschüre drin. Die Rechte von Kindern müssen eingehalten werden. Auch meine Rechte müssen eingehalten werden. Darauf müssen meine Eltern und alle Erwachsenen achten. Ich weiß auch als Mutter, dass das alles nicht leicht ist. All diese Rechte sind richtig und sie zu gewährleisten ist nicht einfach, sollte jedoch unser aller gemeinsamer Ziel sein. In diesem Buch, kleines Pixie-Buch, Ben sagt Nein, unterstützt vom Weißen Ring, stehen am Ende Tipps für Eltern, wie sie ihr Kind schützen. Darunter, du kannst mit uns über alles reden, wir sind immer für dich da, also die Botschaften, die sie dem Nachwuchs vermitteln sollen. Du kannst mit uns über alles reden, wir sind immer für dich da, wir halten zu dir. Du kannst uns total vertrauen. Du darfst laut und deutlich Nein sagen, wenn du nicht tun magst, was sich Erwachsene von dir wünschen. Sie können mit dir nicht machen, was sie wollen. Du merkst, wenn etwas nicht stimmt, verlass dich auf dieses Gespür. Dein Kopf sagt dir, was gut für dich ist und was nicht. Vor ein paar Tagen erzählte mir nun eine Mutter, deren Tochter den Schulbesuch ablehnt. Sie habe im Gespräch mit dem Jugendamt beschrieben, dass sie ihre Tochter immer von Anfang an mitgegeben hat, auf sich zu hören und Nein zu sagen. Daraufhin sagte die Dame des Jugendamts, sie haben es nicht geschafft, dem Kind mitzugeben, dass es an dem Punkt nicht Nein sagen darf. Ich möchte drei Aussagen von Richtern zitieren, jetzt aus jüngster Zeit in den letzten Jahren. Erstens, zum Zwecke der Durchsetzung der Schulpflicht muss Gewalt angewendet werden. Zweitens, sie müssen den Willen des Kindes brechen. Richter knallt dabei laut Akte auf den Tisch. Und es ist absurd, hier den Paragraf 1631 anzuwenden. Sie wissen, das Recht auf gewaltfreie Erziehung im BGB. Für mich als Psychologin mit all meinem Wissen und mit der Ihnen beschriebenen Haltung ist es absurd, dass es hier einen Kontext gibt, in dem alle unsere Werte nicht mehr gelten und die Rechte einer Gruppe von Menschen einfach ausgehebelt werden. Für mich ist es absurd, dass Menschen, die aus Situationen heraus wollen, in denen sie Gewalt erfahren, sanktioniert werden, also erneute Gewalt erfahren. Für mich ist es absurd, dass Menschen, die für sich sinnvollere und bessere Wege sich zu bilden gehen wollen, davon abgehalten werden. Unter dem Totschlagargument, es herrscht Schulpflicht, sind sehr skurrile Aussagen und Botschaften möglich. Auch damit könnte ich mehrere Buchbände füllen, aber hier nur ein paar Auszüge. Sie müssen Ihr Zuhause langweiliger gestalten, Ihrem Kind alles wegnehmen, dort geht es ihm zu gut. Kein Wunder, dass es dann nicht in die Schule will. Original mehrfach gehört. Du hast hierher zu kommen, gleich ganz gleich, wie es dir dabei geht, deine Befindlichkeit und deine Bedürfnisse zählen nicht. Das Kind weiß nicht, was gut für es ist. Es kann das gar nicht selbst entscheiden. Kinder müssen lernen, Mobbing auszuhalten. Auch wenn ihr Kind morgens Bauchschmerzen hat und brechen muss, müssen sie es weiterher schicken. Wir müssen uns nicht um dich bemühen. Wir müssen uns nicht um gute Bedingungen bemühen. Wir müssen nichts ändern, denn du kannst eh nicht weg. Diese Haltung habe ich leider zu oft wahrnehmen müssen bei dem Versuch, Familien zu unterstützen, mit Schulen gute Lösungen für junge Menschen zu finden. Wenn du Nein sagst, bist du krank. Ich habe den britischen Entwicklungspsychologen Alan Thomas, ein Pionier der Erforschung des informellen Lernens, gefragt, ob ihm Fälle bekannt sind im von ihm erforschten englischsprachigen Raum, dass junge Menschen, die sich außerschulisch bilden wollen, als psychisch krank bezeichnet oder in die Psychiatrie verbracht wurden. Ihm war dies gänzlich unbekannt. Bei uns ist es möglich und nicht selten. Du fühlst dich hier nicht wohl, du sagst nein, du bist ein Fall für die Psychiatrie. Und nun noch die schlimmste Botschaft, die jungen Menschen und ihren Müttern und Vätern vorgebracht wird. Wenn du nicht mitmachst, holen wir dich aus deiner Familie weg. In Fällen von wirklicher Gefährdung, in denen junge Menschen Gewalt erfahren oder Mütter und Väter drogenabhängig oder anderweitig sehr belastet sind, muss immer sehr sorgfältig abgewogen werden, ob eine Herausnahme sinnvoll ist. Und hier wird es als Druckmittel gegenüber sicher gebundenen jungen Menschen benutzt. Das ist schockierend und das ist Kindeswohlgefährdung. Ich habe überlegt, ob und an welcher Stelle ich den nun folgenden Punkt einfüge. Nämlich der Gipfel der Gefühle von Angst und Ausweglosigkeit eines jungen Menschen. In der letzten Woche kamen fast gleichzeitig drei Geschichten von jungen Menschen zu mir, die sagten, sie wollen lieber tot sein, als weiter in die Schule zu gehen. Neben einem 10-jährigen Mädchen und einem 13-jährigen Mädchen ein 8-jähriger Junge,
der sich zu Weihnachten nur ein Messer wünschte. Die Eltern dachten, er wolle damit mit ihnen gemeinsam kochen, bis sich herausstellte, dass er einen ganz anderen Grund hatte. Und er sagte, ich habe ja keine Wahl, Tod oder Schule, es ist ja Schulpflicht. Dies hierzu, da gibt es eine unbekannte Zahl, ist nur die Spitze eines Eisberges an Leid. Eine solche Äußerung ist auf jeden Fall kein Ausdruck des Wunsches zu sterben. Sie ist Ausdruck des Wunsches zu leben. Wir haben zum Glück einen Wandel in der Erziehungskultur weg von Gewalt. Der Erziehungsstil, der psychologisch als vertrauensvolle Begleitung bezeichnet wird, hat nichts mit Erziehungsunfähigkeit oder Nachlässigkeit zu tun. Er entspricht genau all dem, was ich Ihnen aus dem Infoheft vorgelesen habe. Ist allerdings auch der Erziehungsstil, der die Selbstbildungsinstinkte eines jungen Menschen am deutlichsten aufblühen lässt. So hat es der Evolutionspsychologe Peter Gray beschrieben, dessen Erkenntnisse und Forschung für uns absolut wegweisend sind. Mit seinen Worten möchte ich abschließen, in dem Wunsch, dass wir bald dem offensichtlichen Kummer und der Ratlosigkeit auch dieses Paragraphens an der Wand konstruktiv begegnen werden. Also, ich zitiere aus Peter Grays Artikel, die grundlegendste aller Freiheiten ist die Freiheit, etwas abbrechen und weggehen zu können. Schulen werden nur dann zu ethisch vertretbaren Bildungseinrichtungen werden, wenn Kinder die Freiheit haben, sie zu verlassen. Das elementarste Recht, das Recht, welches alle anderen Rechte erst möglich macht, ist das Recht, etwas abzubrechen oder aufzugeben. Es bildet die Grundlage für Frieden, Gleichwertigkeit und Demokratie. Im Allgemeinen sind Kinder die Gruppe Menschen, die am meisten Gewalt erfährt, nicht etwa, weil sie klein und schwach sind, sondern weil ihnen nicht, etwa wie Erwachsenen, dieselben Freiheitsrechte eingeräumt werden, insbesondere die Freiheit wegzugehen. Bisher hat niemand einen Weg gefunden, die Probleme mit der Schule, Mobbing, Gewalt, Unlust, Unzufriedenheit zu lösen. Und niemand wird einen solchen jemals finden, bis wir Kindern die Freiheit zugestehen, wegzugehen. Um diese Probleme endlich und endgültig zu lösen, gibt es keine andere Möglichkeit, so sagt es jetzt Peter Gray, als den Zwang abzuschaffen. Ich möchte es positiv formulieren, als jungen Menschen zu ermöglichen, ihren Weg zu wählen, und damit auch allen anderen im Bildungssystem zu ermöglichen, gute Bedingungen für alle Beteiligten zu schaffen. Ich danke Ihnen. Ich will nur kurz darauf hinweisen, jetzt kommen noch drei weitere, ja? Weil ich würde dann nach einer Stunde wirklich mit den Statements, weil wir müssen auch Fragen stellen. Vielleicht kann man das alles ein bisschen straffen. Nee, ja, das beachte ich schon. Trotzdem will ich auch den Abgeordneten, weil es ja die Anhörung der Petenten, also das heißt, wir stellen Fragen, die Gelegenheit geben und auch der Minister muss sich ja äußern. Deswegen würde ich dann nach einer Stunde kappen. Das wollte ich nur mitgeben, dass wir uns ein bisschen straffen. Darf ich? Na, freilich. Danke. Liebe Frau Vorsitzende dieses wunderbaren Ausschusses, meine Damen und Herren, verehrter Herr Minister, ich bin dankbar, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Sie ahnen nach dem, was wir eben von Frau Klinning gehört haben, dass unser Schulsystem eben aus einer Zeit stammt, die es jetzt nicht mehr gibt und dass wir irgendwelche Wege finden müssen, wie wir in eine andere Zeit finden. Und dazu gehört eben auch eine Veränderung, die wird sich auch nicht aufhalten lassen. Ich bin Neurobiologe und ich habe dieser Petition aus zwei Gründen zugestimmt und ich unterstütze die auch aus zwei Gründen. Der erste Grund ist ein ganz einfacher. Ich komme aus Thüringen. Ich bin in Gotha zur Schule gegangen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Thüringen ist, auch wenn ich jetzt ganz woanders gelebt und gearbeitet habe, meine Heimat geblieben und ich kann es nicht ertragen, dass Kinder nicht nur in Thüringen, aber auch in anderen Ländern keine Möglichkeiten finden, das in ihnen angelegte Potenzial, diese Talente und Begabung, die in jedem Kind in irgendeiner Art und Weise drinstecken, nicht entfalten können. Und deshalb liegen mir einfach diese Kinder hier in Thüringen am Herzen. So. Und als Hirnforscher oder Neurobiologe habe ich mich
seit vielen Jahren schon immer wieder eingesetzt dafür, dass sich irgendetwas an der Schule ändert. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht aus Thüringen ausgeht und dass es hier ein Signal gibt, dass so ein Veränderungsprozess, der dann vielleicht auch bundesweit Schule macht, stattfindet. Ich war einer der 6 Kernexperten für die Zukunft des Lernens im Bundeskanzleramt, als noch Frau Merkel die Bundeskanzlerin war, und habe dort verstanden, dass es über diese Ebene da oben nicht geht, dass das aus den Ländern heraus wachsen muss. Und ich habe einfach als Hirnforscher auch diese ganzen Entwicklungen innerhalb der Hirnforschung in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren miterlebt. Und ich weiß, wie sehr sich unsere eigenen Auffassungen verändert haben und wie wenig die noch zu dem passen, was gewissermaßen die theoretischen Grundlagen für das heutige Schulsystem gewesen sind. Nehmen wir 2 Beispiele, die mir in dem Zusammenhang wichtig sind und wo man zeigen kann, dass wir so wie bisher nicht weitermachen können. Das eine, was wir so dringend brauchen und wo wir sagen, wo ich mich freuen würde, wenn jedes heranwachsende Kind hier in Thüringen das ordentlich und schön herausbilden könnte, das sind sogenannte exekutive Frontalhirnfunktionen. So, exekutive Frontalhirnfunktionen klingt toll, ist etwas, damit kommt man nicht auf die Welt, das ist die Fähigkeit, Handlungen zu planen, die Folgen von Handlungen abzuschätzen, auch mal einen Impuls zu kontrollieren, der da von unten kommt, also sowas wie Selbstdisziplin herauszubilden, dann auch die Fähigkeit, auch mal ein bisschen Frust auszuhalten, sich in andere hineinzuversetzen und Verantwortung zu übernehmen. Das sind alles exekutive Frontalhirnfunktionen und jetzt ahnen Sie schon, das können Sie sich aber auch selbst fragen, das kann man nicht unterrichten. Das sind Fähigkeiten, die erwirbt man als junger Mensch, ja, nicht in einer Einrichtung, sondern im Leben. Und deshalb nützt es nichts, wenn Kinder und Jugendliche maximal unterrichtet werden, wenn die am Ende auch mit meinetwegen sehr guten Leistungen aus der Schule nach Hause gehen und das auch noch auf ihren Zeugnissen steht, wenn sie diese Fähigkeiten nur unzureichend haben herausbilden können. Und das kann man nicht im Unterricht. So, deshalb müssen wir irgendeinen Weg finden, wie wir den hier in Thüringen heranwachsenden Kindern und Jugendlichen einen Raum erschließen, indem sie sich diese, nennen wir es mal, Grundkompetenzen für die Bewältigung des Lebens im 21. Jahrhundert aneignen können. Und ich sage dazu, im letzten Jahrhundert, als diese Schule entstanden ist, die wir heute noch haben, kam es nicht so sehr darauf an, dass Menschen, die aus der Schule kamen, mitgedacht haben, in der Lage waren, Verantwortung zu übernehmen. Da ging es eben eher darum, dass die in der Schule vorbereitet worden sind auf dieses Leben, was es im letzten Jahrhundert gab. Und das war das Leben eines, ich sage es mal ein bisschen sehr stark überspitzten Pflichterfüllers. Deshalb sind Abrichtungs- und Dressurmethoden bis heute die wesentliche Strategie, mit der man versucht, jungen Menschen etwas beizubringen. Das geht so nicht mehr weiter. Schauen Sie, jedes Kind kommt mit einem Schatz zur Welt, das ist Entdeckerfreude und Gestaltungslust pur. Das weiß doch jeder, der mal irgend so ein kleines Baby begleitet hat und wie die schon spielerisch dabei sind, die ganze Zeit sich ihr Wissen und ihr Können zu erschließen durch spielerisches Ausprobieren. Die sind der Konstrukteur ihres eigenen Lernprozesses. Und aus dieser Erfahrung, die sie machen, nämlich dass sie in der Lage sind, so vieles wie das Sprechen und das Laufen und Fahrradfahren und was weiß ich noch alles, schon lange vor der Schule gelernt haben, erwächst in ihnen diese feste Überzeugung, dass sie sich das Leben aneignen können, dass sie das alles können. So, und das ist eine Haltung, eine innere Überzeugung. Und damit sind sie auch nicht auf die Welt gekommen, sie hatten sozusagen lediglich diese Neugier mitgebracht, dieses sogenannte Explorationszentrum im Hirn, was dann immer aktiv wird, wenn ein Kind sich in sicherer Umgebung geborgen und geschützt weiß. So, und dann fangen die Kinder an und entdecken die Welt. Und diese Lernlust muss man nicht wecken, die ist von Anfang an da. Und ich kann es nicht anders sagen, es ist eine Katastrophe, wenn ein Kind in einer Einrichtung, in der es doch sich die Bildung und das Wissen für das Leben in dieser Welt aneignen soll, wenn es ausgerechnet in dieser von uns Erwachsenen hergestellten Einrichtung das Wichtigste verliert, was es braucht, um sich das Wissen dieser Welt anzueignen. Das ist die Freude am Lernen. Erstes, zweites, drittes Schuljahr geht noch, beim vierten geht es schon los, da können Sie Ihre Umfragen machen, dann kriegen die Angst,
dann erleben sie, dass sie unter Druck gesetzt werden, dann sollen sie, dann müssen sie und dann dürfen sie nicht mehr. Und dann kann ich als Neurobiologe nur sagen, ja, kein Wunder. Kein Wunder. Wenn ich mein Bedürfnis nicht stillen kann, weil ich lernen will, aber ich kriege jetzt von jemand gesagt, was ich zu lernen habe, was ich lernen muss, dann erzeugt das eine Inkohärenz in meinem Hirn und da muss ich eine Lösung dazu finden. Und ich mache das jetzt kurz, weil Sie haben mich ja gebeten, nicht so lange zu reden. Die Lösung, die Kinder finden, ist, die unterdrücken ihre eigene Freude am Lernen, am Entdecken, am Gestalten. So, und das macht das Hirn gerne mit und dann wachsen hemmende Verschaltungen über diese Bereiche im Hirn, aus denen heraus diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, diese Lernlust generiert wird. So, und dann haben Sie Kinder vor sich, die lernen alles, was Sie denen sagen. Die machen alles mit, die sind brav, da können Sie sich wunderbar freuen. Aber eines haben die nicht Interesse an dem, was Sie da lernen. Das sind Abgerichtete. Und sowas brauchen wir doch in Thüringen. Ich sag's noch mal, irgendwo muss es losgehen. Und vielleicht schaffen Sie es, dass Sie es hier in Thüringen in Gang setzen. Nur damit wir auch noch mal anschließen an diesem Beitrag, eben mit der Gewalt. Die Hirnforscher können inzwischen zeigen, dass wenn jemand, sogar ein erwachsener Mann, in eine Situation gebracht wird, wo der etwas möchte und nicht darf, daran gehindert wird, das, was er möchte, auch umzusetzen, dann werden im Hirn, das kann man mit funktionellem Kernspin längst nachweisen, dann werden im Hirn die gleichen Bereiche aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen erleidet. Das heißt, ein Kind oder überhaupt einen anderen Menschen in eine Situation zu bringen, wo der sich wie ein Objekt vorkommt, wo der zum Objekt von Erwartungen, Belehrungen, von Zielvorgaben, von Bewertungen und am Ende auch noch Maßnahmen gemacht wird, dann geht das nicht anders. Dann ist das eine Situation, wo er spürt, das tut mir nicht gut und das tut weh, als ob er geschlagen wird. Und deshalb hat das auch wirklich nicht nur theoretisch, sondern sehr praktisch was mit Gewalt zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, Sie können dann noch lange drüber weggehen. Das ist Wissenschaft. Da werden Sie nicht dran vorbei können. Und irgendwann muss das aufhören, dass Kinder zum Lernen gezwungen werden. Lernen ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und das will jedes Kind. Und diese Freude am Lernen dürfen wir ihnen nicht versauen, indem wir sie in eine Einrichtung schicken und sie dann auch noch verfolgen, wenn sie sich dort nicht wohlfühlen und dort nicht mehr hinwollen. Ich danke Ihnen, ich habe mich beeilt, so gut ich konnte. Bitte keine Statements, ich bitte darum. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten, wo ein Anzuhörender etwas darlegen kann, weil dann würde ich wirklich in das Frage-Antwort-Spiel gehen. Können wir mal die Würde da oben machen, auch wenn ich sie gerne nachziehen würde? Ich sehe nichts. Ich werde auch noch einen Streit hier haben. So, jetzt. Ja. Geht das bei Ihnen mit dem Licht? Ich habe die Sonne so im Blick, Sie auch? Das stimmt schon, das ist schon so, ja. Vielleicht kann man die Sonne da oben, auch wenn es dolle ist, aber wir sehen fast nichts, wir zwei hier vorne. Also, ich halte mich jetzt kurz mit der Begrüßung, weil ich auch angehalten worden bin, so schnell wie möglich zu machen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, also ich freue mich, dass ich hier bin und Ihnen was über die Bildung ohne Schulbesuch auf informelle Art und Weise erzählen kann. Ich bin Karin Kern, ich betreue seit 14 Jahren junge Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen und die sich überwiegend informell bilden. Ach ja, da muss ich ja auch noch das da. Brauche ich. Nein, das übergehe ich. Also ich betreue solche Menschen wie die hier jetzt abgebildet sind, die nenne ich jetzt Luis und Sarah. Sie stehen stellvertretend für die jungen Menschen, die von Kernbildung betreut werden. Luis hat am Anfang der 2. Klasse zu seinen Eltern gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich kann zu Hause besser lernen. Seine Eltern haben ihn ernst genommen und dabei auf diesem Weg unterstützt. Sarah war aufgrund ihrer Hochbegabung in der Schule unterfordert. Sie wurde gemobbt über einen langen Zeitraum hinweg. Schule war für sie unerträglich.
Trotz therapeutischer Behandlung, die schon eine ganze Weile gedauert hat, hat sie sich in der 6. Klasse geweigert, weiterhin in die Schule zu gehen. Ihre Eltern haben in der Zeit wahrgenommen, dass es ihr beim Schulbesuch schlecht ging und unterstützen sie seitdem auch auf ihrem Bildungsweg ohne Schule. Im Alltag, Im Alltag machen Kinder wie Luis und Sarah viele Tätigkeiten, die andere junge und ältere Menschen ebenfalls machen. Sie lesen, besuchen die Bibliothek, bauen, basteln, malen, nähen, besuchen Museen, kochen, backen, rechnen und vieles andere mehr. Alan Rogers, der in den 1990er Jahren Professor für die Erwachsenenbildung an der University of Nottingham war, vergleicht das Lernen mit einem Eisberg. Formales Lernen, also quasi schulisches Lernen, strukturiertes Lernen, was zu einem Abschluss führt, ist im Grunde genommen nur die Spitze. Alles, was unter dem Wasser ist, der größte Teil, da sieht er, dass das das informelle Lernen ist. Und das macht laut Forschern 70-90% des Lernens eines jeden Menschen aus. Das ist nämlich schon ein ganz schön großer Anteil. Professor Dr. Alan Thomas, der lange Psychologie-Professor an der University of London war, hat eine groß angelegte Studie mit jungen, unbeschulten Menschen durchgeführt. Und so wie er in seiner Studie das beobachtet hat, beobachten auch wir, also von Kernbildung, das Lernen wie folgend. Es findet statt beim Beobachten, bei Gesprächen, der intensiven Verfolgung von Interessen, bei Übung und Spiel. Alan Thomas hat herausgefunden, dass diese Form der Bildung sehr effektiv ist, auch wenn sie komplett anders aussieht als in der Schule. Und auch wenn sie zum Teil von außen als chaotisch wahrgenommen wird und dass es auch so ein bisschen aussieht, als ob wenig oder nichts stattfindet. Das heißt auf der anderen Seite, dass wir als Betreuer genauer hinschauen müssen. Also jetzt nicht nur wir von Kernbildung, sondern auch die Eltern, die ja den Alltag in der Regel betreuen. Bei den jungen Menschen, die wir betreuen, beobachten wir mit zunehmendem Alter, dass Lernen gesteuerter und zielgerichteter wird. Also nicht dieses Informelle, was da unten steht, zufällig, unbewusst, alltäglich und ungeplant, sondern dass zunehmend geplante Projekte gemacht werden. Luis und Sarah zum Beispiel haben zunehmend verschiedene Themen verfolgt und Projekte erarbeitet, zum Beispiel Backen und Filmen. Dies über einen langen Zeitraum hinweg. Wie andere auch besucht Luis auch Kurse und zurzeit macht er zum Beispiel einen Kalligrafiekurs. Formale Bildung kann zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder in den Fokus rücken, wenn zum Beispiel Abschlüsse anstehen und sich Luis entscheiden würde, wenn er das will, wieder in die Schule zu gehen, um den Abschluss in der Schule zu machen. Ich vergleiche den Wissenserwerb bei jungen Menschen, also so nehme ich das so ein bisschen wahr, die sich ohne Schule bilden, mit einem riesengroßen Puzzle. Also das ist wirklich ein riesengroßes Puzzle. Und an einzelnen Stellen entstehen zusammenhängende Stücke. Also so, ich stelle mir jetzt so ein Tausender oder eher noch mehr Puzzle vor. Aber der Gesamtzusammenhang von diesen einzelnen Stücken ist noch gar nicht so richtig zu erkennen. Einige von diesen Stellen wachsen schneller, andere bleiben klein. Luis zum Beispiel backt gerne und hat in mehreren Jahren eine Meisterschaft darin entwickelt. Er könnte wirklich fast schon einen Kaffee eröffnen in meinen Augen. Und er filmt auch sehr gerne. Anfangs waren das Quatschfilme, so hat er die zum Teil genannt. Mittlerweile hat er seinen eigenen YouTube-Kanal und erstellt professionelle Backtutorials. Und da kommt dieses rote Puzzlestück zu zur Verwendung, das verbindet diese zwei, das Filmen und das Backen zum Beispiel miteinander. Also so können dann auch Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen entstehen. Schulische Themen wie Deutsch und Mathematik haben ebenfalls solche Puzzleabschnitte. Aber Fertigkeiten von diesen Fächern werden ebenso beim Lernen anderer Tätigkeiten gebraucht und geübt. Fürs Backen muss Luis lesen können, rechnen und schreiben und anderes. Er variiert sehr gerne Rezepte und probiert neue komplizierte Rezepte aus. Er verkauft auf dem Flohmarkt seine Backwaren, kauft dafür ein und macht auch die Abrechnung am Ende. Sarah hat ebenfalls ihren eigenen YouTube-Kanal, also nicht alle haben einen eigenen YouTube-Kanal. Das war jetzt gerade bei denen so. Und sie ebenfalls mit Tutorials. Bei ihr dreht sich alles rund ums Minecraft-Spielen und Bauen. Sie leitet Live-Spiele an und begleitet Gruppen im Chat.
Sie hat ihren YouTube-Kanal gerade zu ihrem Business gemacht und beschäftigt oder ist dabei, das zu machen und beschäftigt sich mit den gesetzlichen Vorgaben dafür. Das ist also ziemlich umfassend. Englisch hat sie gelernt, weil sie die englischen Tutorials für Minecraft und das Programmieren wesentlich besser fand als die deutschen. Und das war dann auch die Motivation für ihren eigenen YouTube-Kanal, deutsche Videos dafür zu haben, die gut sind. Die jungen Menschen bauen auf diese Art im Laufe der Jahre ein umfangreiches, vielfältiges Wissen auf und entwickeln viele Fertigkeiten. Schwierig ist es allerdings, dieses Wissen mit den Methoden der Schule zu testen. Es ist einfach nicht vergleichbar, dieses selbstgesteuerte Lernen auf der einen Seite und das fremdgesteuerte auf der anderen Seite. Und diese Tests sind von daher auch nicht das geeignete Mittel, um den Lernstand aufzuzeigen. Hier können viel besser zum Beispiel Kompetenzlisten, Portfolioarbeit oder Referate oder Ähnliches dafür stehen. Dennoch führe ich regelmäßig Tests für Stellungnahmen für familiengerichtliche Verfahren in den Hauptfachbereichen bei den jungen Menschen durch, allerdings nur bei denen, die sich dazu bereit erklären. Und es zeigt sich, dass es keine großen Abweichungen vom Kenntnisstand der jeweiligen Klassenstufe gibt, dass man einmal in einem Fach ein bisschen mehr, also Klassenstufe weiter, in einem anderen weniger weit. Ja, was passiert, wenn ein junger Mensch einen Berufswunsch hat? Da gibt es viele verschiedene Wege. Ist der junge Mensch sich klar, was er gerne beruflich machen will, gibt es unterschiedliche Wege. In vielen handwerklichen Berufen kann der junge Mensch auch ohne einen Abschluss mit einer Lehre anfangen. Braucht es einen Abschluss entweder für einen Lehrberuf oder fürs Studium, gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Externe Prüfungen oder Vorbereitung mit verschiedenen Einrichtungen. Wir begleiten junge Menschen bei der Vorbereitung auf externe Prüfungen, die Prüfungen der Sekundarstufe 1 und das Abitur. Bei diesen externen Prüfungen gibt es normalerweise hohe Durchfallquoten, auch bei denen, die eine Vorbereitungseinrichtung besuchen. Unsere Erfahrung ist hier eine andere. Wir betreuen individuell. Wir schauen uns am Anfang der Betreuung den Leistungsstand an und empfehlen hierzu passende Materialien. Und meines Erachtens ist aber auch nicht der Kenntnisstand wirklich das Wichtige, sondern die Motivation für die Prüfung, weil die zieht einen durch, um dieses Projekt dann auch durchzuarbeiten. Und unsere Prüflinge schaffen die Prüfungen zum Beispiel beim Abitur innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren. Ich hatte auch schon welche, die es innerhalb von 6 Monaten geschafft haben und diese haben sogar auch sehr gute Abschlüsse gemacht. Und von 62 Prüflingen haben bis 2022 56 die Prüfungen bestanden und eine hat vorzeitig abgebrochen. Und bei denen, die das nicht bestanden haben, weiß ich, dass die trotzdem ihren Weg gegangen sind. Die sind deswegen nicht irgendwie aus der Gesellschaft rausgefallen. Was wir gemerkt haben, große Unterschiede zwischen den jungen Menschen beobachten wir, die in der Sekundarstufe aus der Schule aussteigen und denen, die entweder nie oder nur kurz in der Schule waren. Bei jungen Menschen wie Luis nehme ich eine natürliche Neugier auf alles in ihrer Umwelt wahr. Er hat viele verschiedene Interessen, die er verfolgt und das schon von Anfang an. Und es kommen immer wieder neue hinzu. Lernfreude und Motivation sind hoch und er ist immer beschäftigt. Bei Schulaussteigern nehme ich oft Blockaden oder sogar Traumatisierungen wahr, sodass, so war das zum Beispiel bei Sarah am Anfang. Sie hatte wenig Lust, etwas zu machen, außer mit dem Computer, verspürte teilweise große Langeweile. Sie hatte ein geringes Selbstvertrauen und große Versagensängste. Meine Erfahrung ist, wenn den jungen Menschen zugestanden wird, ihr Lernen selbst zu bestimmen, dass die Wunden mit der Zeit heilen und die Interessen, die Lernfreude und die Motivation wieder zurückkommen. So war das auch bei Sarah. Sie macht zusätzlich zum Führen ihres YouTube-Kanals Mathematik, Englisch, Latein, schaut viele Dokumentationen, beschäftigt sich mit Grafikprogrammen, malt und zeichnet und noch vieles andere mehr. Und wie ist es dann mit den sozialen Kontakten? Oh. Nach vielen Studien aus den USA, Kanada und Großbritannien ist entgegen der Meinung auch unseres Bundesverfassungsgerichts die soziale Entwicklung beim Lernen ohne Schule nicht gefährdet. Also man braucht nicht unbedingt in die Schule zu gehen, um wirklich eine gute soziale Entwicklung und auch mit anderen Menschen zurechtzukommen. Kontakte werden aber in dem Fall einfach an anderen Orten geschlossen und auch meist mit Personen ganz unterschiedlichen Alters, zum Beispiel in Vereinen, der Nachbarschaft, dem Orchester, in Jugendgruppen, in Freilernergruppen, im Sport und in noch an vielen anderen Orten mehr. Ganz zum Schluss will ich noch sagen, es gibt viele junge Menschen, für die Schule der richtige Weg ist. Aber es gibt auch viele, für die die Schule nicht der stimmige Bildungsweg ist. Und daher müssen alternative Bildungswege zugelassen werden. Vielen Dank.
So, danke für die Darstellung. Nee, jetzt mache ich einen kurzen Break. Da bitte ich wirklich, ich will es auch für die Zuschauer am Livestream und für die ZuschauerInnen auf der Tribüne erläutern. Normalerweise laufen so 20 Minuten die Vorträge. Wir hatten auch schon eine halbe Stunde, wir hatten auch schon 45 Minuten. Jetzt sind wir schon über eine Stunde, weil jetzt kommt das eigentlich, was das Wichtigste ist. Wir sind in einer Anhörung des Petitionsausschusses, eine öffentliche Anhörung. Die Abgeordneten sollen Fragen stellen für ihre Arbeit, die sie für wichtig erachten. Und natürlich muss sich auch der Minister noch äußern. Jetzt bin ich natürlich die Spaßbremse in Ihren Augen, aber ich muss das so durchziehen. Der Ausschuss hat sich, weil ich da oben nicken sehe, der Ausschuss hat sich natürlich eine Tagesordnung gegeben und deswegen bin ich jetzt wirklich die Spaßbremse und mache jetzt einen Break, damit wir in den Austausch gehen. Verspreche aber, sollte am Ende noch Zeit sein, dass dann noch das, der Vortrag kommen kann. Deswegen frage ich jetzt erstmal in Richtung des Bildungsministeriums, Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, danke, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Anwesende, liebe Pedentinnen und Pedenten. Ich habe mit Interesse zugehört, muss aber Ihnen sagen, dass das Bild von Schule, was Sie hier vorgestellt und gemalt haben, nicht mein Bild von Schule ist. Also wenn ich höre, dass das Bild, Ihr Bild von Schule ist, dass an der Schule Kinder abgerichtet werden, dressiert werden, psychisch unter Druck gesetzt werden, die darunter leiden, da muss ich Ihnen sagen, dass wir über 245.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen haben und die große Mehrheit dieser 245.000 Schülerinnen und Schüler mit Freude zur Schule gehen. Als die Schulschließungen nach der Corona-Zeit beendet waren und Kinder von Medien gefragt wurden, worauf sie sich freuen, haben sie mit strahlenden Augen gesagt, ich freue mich auf die Schule. Und das ist ein anderes Bild als das, was hier gerade dargestellt wurde. Die Verfassung, auf die Sie sich bezogen haben, beinhaltet das Recht auf Bildung. Richtig. Daraus leitet sich die Verpflichtung des Staates, auch des Freistaates Thüringen ab, entsprechende Bildungsangebote vorzuhalten. Weil das Recht auf Bildung muss ja irgendwie umgesetzt werden. Daher ist also das entsprechende Schulsystem geschaffen worden. Natürlich kann man über Qualität des Bildungswesens immer diskutieren. Man kann auch über die Qualität und die Art und Weise, wie Unterricht an Schulen durchgeführt wird, immer diskutieren. Das muss auch diskutiert werden. Es wäre auch schlimm, wenn das nicht diskutiert worden wäre. Aber aus der Verfassung, aus dem Grundgesetz auf der einen Seite und der Verfassung des Freistaates auf der anderen Seite ergeben sich nicht nur Rechte, sondern es ergeben sich auch Pflichten. Nicht nur Pflichten für den Staat, in unserem Fall für den Freistaat Thüringen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger. Das bitte ich einfach mit zu berücksichtigen. Und wenn wir auf der einen Seite Bildungsangebote in Form von Schulen vorhalten müssen, egal jetzt ob staatliche Schulen sind oder freie Schulen, auch das ist ja grundgesetzlich geregelt, haben auch die Bürgerinnen und Bürger eine Pflicht zur Mitwirkung. Und das bezieht sich eben auch auf die Schulpflicht. Die Schulpflicht, ja, sie wird derzeit daran festgemacht, dass Kinder, Schülerinnen und Schüler die Schule, das Schulgebäude, wie Sie ja zum Ausdruck gebracht haben, betreten und daran am Unterricht teilnehmen. Ich verstehe die Schulpflicht so, dass Kinder, Schülerinnen und Schüler an dem vom Staat vorgehaltenen Bildungssystem teilnehmen und dem Unterricht entsprechend folgen. Das Bild, was Sie hier dargestellt haben, ist ein anderes, welches an Thüringer Schulen realisiert wird. Sie haben sich auf den Thüringer Bildungsplan bezogen. Der Thüringer Bildungsplan von 0 bis 18 setzt insbesondere auf die Kompetenzorientierung. Der Nürnberger Trichter ist out. Wir setzen auf die Kompetenzorientierung und sind damit auch federführend in Deutschland generell. Sie wissen, dass die Heterogenität an den Schulen zugenommen hat. Und dass die Lehrerinnen und Lehrer herausgefordert sind, individuell auf jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin einzugehen. Gerade in der Corona-Zeit ist an den Schulen das selbstbestimmte Lernen intensiv umgesetzt worden, weil dadurch, dass die Schulen geschlossen waren und Kinder, Jugendliche zu Hause waren, dieses selbstbestimmte Lernen nicht nur praktiziert wurde, sondern zu einem bestimmten Element in unseren Schulen geworden ist. Natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie die Schule des 21. Jahrhunderts aussehen soll. Das ist nicht mehr die Schule des 19. Jahrhunderts und auch nicht mehr die Schule des 20. Jahrhunderts. Deswegen sind wir hier im Parlament, das wird morgen hier stattfinden, auch dabei, über Änderungen des Thüringer Schulgesetzes zu reden, um genau solche modernen Formen des Unterrichts wie eben Digitalität in den Schulen, aber auch mehr Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern tatsächlich umzusetzen, beziehungsweise auch die Praxisorientierung, um einzelne Beispiele hier nochmal herauszugreifen. Die Beispiele, die eine Pedentin vorgetragen hat,
Die müssten eigentlich alle zur Anzeige gebracht werden, weil daraus leite ich ab, dass es um Kindeswohlgefährdung handelt. Und deswegen, wenn solche Fälle vorkommen, und solche Fälle kommen vor, das kann man natürlich nicht verneinen, dann müssen die entsprechend zur Anzeige gebracht werden, weil damit eindeutig das Wohl des betreffenden Kindes gefährdet ist. Und hier muss der Staat entsprechend eingreifen. Ganz klar, ob das das Jugendamt ist oder andere staatliche Organe. Deswegen bin ich der Überzeugung, die Diskussion, die Sie mit Ihrer Petition aufgemacht haben, sollte für uns und ist für mich auch Anregung, darüber nachzudenken, wie das staatliche Schulsystem so entwickelt und qualifiziert werden kann, dass es den modernen Ansprüchen und den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts entsprechen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Minister Holter. Ich muss mich auch entschuldigen. Sie merken, ich bin total unruhig hier vorne, weil die Sonne mich blendet. Das ist bei mir jetzt im ersten Fall nicht so schlimm. Aber natürlich auch für die Leinwand ist es extrem schwierig gewesen. Wir haben versucht, die Jalousien runterzulassen. Nun ist das Ding kaputt. Es wird aber gerade versucht, alles noch zu reparieren, dass Sie alle auch die Möglichkeit haben, natürlich die Präsentation dann auch hier nochmal zu sehen. Es tut mir leid, aber ich habe alles versucht. Ich sehe auch wirklich nur noch halb hier vorne. Genau. Es gibt erste Wortmeldungen. Herr Reinhardt, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Petentinnen für die unterschiedlichen und interessanten, ja, zumeist philosophischen Fragen, die Sie stellen. Ich habe mir tatsächlich Ihren Namen nicht gemerkt, aber ich weiß so ungefähr, was Sie, also als was Sie sozusagen benannt worden sind. Die erste Frage würde vielleicht an die erste Petentin, Rechtsanwältin aus Mühlhausen gehen, habe ich mir gemerkt. Ich würde gerne nochmal von Ihnen wissen, Sie beziehen sich ja auf den Thüringer Bildungsplan, was für Sie der Unterschied zwischen nonformaler und informeller Bildung ist. Und wenn Sie das vielleicht am Beispiel der personellen Dimension im Bereich der heteronom expansiven Bildungsbereiches im sprachschriftlichen Bereich für mich benennen könnten, also wo da Ihr Unterschied ist. Da wäre ich Ihnen ganz dankbar, weil ich glaube, die Unterscheidung zwischen nonformaler und informeller Bildung, ich bin gelernter Erzieher, Kindergärtner und Sozialpädagoge, ist an der Stelle wichtig. Meine zweite Frage wäre vielleicht an die letzte Petentin. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Eltern, die beispielsweise ein Kind haben, was durch Mobbing, durch psychische Belastungen und so weiter quasi einen Einzelfallantrag auf Online-Beschulung gemacht hat? Also wie erfolgreich oder nicht erfolgreich diese waren? Weil es gibt ja grundsätzlich in Deutschland Online-Schulen, beispielsweise für Eltern, die im Ausland sind, die ihre Kinder hier aber unterrichten wollen. Also welche praktischen Erfahrungen Sie da gemacht haben, weil diese Einzelfallentscheidungen sind ja bereits möglich. Dann die philosophische Frage vielleicht, naja, philosophisch weiß ich nicht, von der, Sie waren systemische Beraterin und Psychologin bei Ihnen, da würde mich nochmal auch interessieren, Sie haben ja sozusagen die elterlichen Grenzen oder Grenzen in der Erziehung aufgesprochen und machen das Feld von laissez-faire Erziehung hin zu partizipativen Erziehungsstilen auf, wo da für Sie der Unterschied wäre. Also besteht für Sie in Ihrer Wahrnehmung die Möglichkeit, dass man Kindern Grenzen geben darf, die auch Sicherheiten schaffen, oder sagen Sie, das widerspricht Ihnen total sozusagen von Ihrer Haltung? An Herrn Hüter, ich fand schade, dass Sie sozusagen jetzt schon diesem zeitlichen Diktat unterbunden waren, weil Sie Ihre zweite These, wie die Persönlichkeitsentfaltung von Kindern sozusagen stattfinden kann, beziehungsweise sie nicht stattfinden kann, quasi nicht ganz ausführen konnten. Und in dem Bereich des explorativen Lernens sozusagen, habe ich mal auch bei Ihnen gelernt, bezieht sich ja auch auf die intrinsische Motivation. Und bei Ihnen bezieht sich ja eigentlich die Fragen und Ihre Vorträge darauf, wie lernen wir Menschen und wie funktioniert das in unserem Gehirn. Und da würde mich sozusagen nochmal interessieren, wo Sie den Unterschied machen zwischen dem Kindergarten und der Schule. Weil wenn ich Ihren Dings richtig gefolgt bin, sagen Sie, dass im Kindergarten das Wie-Lernen noch sehr gut funktioniert, in Schule aber nicht mehr. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das alleine auf eine Backsteinstruktur, also auf die Institution Schule, bezieht. Na, also wir reden ja nicht darüber, dass das Haus Schule böse ist, sondern wir reden ja darüber sozusagen, wie es stattfinden kann. Und abschließend vielleicht die Frage, wenn man sozusagen sein Kind nicht in die Schule schickt, weil das Backsteinhaus böse ist und das, was da passiert, wäre dann meine Frage, wie und wo sollen Kinder denn lernen? Und meinen Sie, dass sozusagen über digitale Bildschirmzeit Kinder besser lernen als über das direkte Erleben? Danke Ihnen, Herr Reinhardt. Ich hoffe, die Anzuhörenden haben sich alles gemerkt. Und ich würde mit Frau Dr. Senkel beginnen und Sie geben es dann einfach weiter. Und ich setze mich mal darunter, weil ich sehe Sie sonst gar nicht. Okay. Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie jetzt von mir, also ich bin jetzt keine Pädagogin, sondern Juristin. Bitte keinen Dialog, sondern bitte auch das Mikrofon für die Menschen am Livestream benutzen. Also
Ja, genau, weil Sie ja Deputentin sind, die in der Petition auch einführen, in der Einleitung beim Bildungsplan quasi sich auf die informelle Bildung beziehen. Da gibt es ein kleines Kapitel, wo informell, nonformal, formale Bildung ist. Und mich würde einfach interessieren, nonformal oder informell, weil ich glaube, dass Sie eigentlich die nonformale Bildung meinen anstelle der informellen. Aber das hat ja sicherlich einen Grund, warum Sie die informelle Bildung in der Einleitung genutzt haben und sich nicht auf die nonformale beziehen. Und warum Sie zum Beispiel sozusagen nicht den basalen Bildungsbereich anziehen, sondern den heterogenen expansiven Bildungsbereich. Also das sind ja Fragen der Pädagogik, die da drin stehen. So, okay, jetzt Frau Dr. Senkel, bitte. Ja, okay, ich habe das ja mit den Begriffen umrissen in der Folie, worum das grob gehen soll. Ich denke, diese Spitzfindigkeiten müssten an Pädagogen oder wir haben ja auch einen ehemaligen Schulleiter dabei, der das vielleicht noch näher umreißen kann. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe darüber ein Promotionsprojekt geschrieben. Ich will kurz vorstellen, Herr Rickert ist es, glaube ich, ne? Genau, fürs Protokoll. Heinz-Jürgen Rickert. Ganz kurzes Beispiel, ich selbst bin Schulverweigerer gewesen. Also ich habe mich sozusagen zunächst informell gebildet, indem ich mich sozusagen frei, mich bildend durch die Landschaft bewegt habe und das gesucht habe an Fragen und Antworten, was mir gerade oft über den Weg lief. Informelle Bildung ist ganz kurz gefasst das, was eben tatsächlich sozusagen per Zufall jeden Tag überall auf der Welt passieren kann, jenseits der Bildungseinrichtung, wozu eben nicht die Schule nur gehört, sondern eben auch zum Beispiel Museen und Theater. Und das ist eben die nonformale Bildung, die findet eben statt in sogenannten Bildungseinrichtungen jenseits von Schule und von Volkshochschule und Kindergärten. Das ist zum Beispiel, das sind zum Beispiel die Jugendprogramme von Theatern, das sind also fakultative Programme, das sind die Programme von Museen und ähnlichen Einrichtungen oder eben auch Bildungseinrichtungen, die mit Schulen kooperieren, die aber nicht sozusagen permanent in Schule sind, die also außerhalb dieser manifesten Struktur von Schulbildung existieren und die fakultativ genutzt werden können. Wer möchte als nächstes antworten? Da war ja ein ganzer Fragenkomplex. Frau Kern. Ja, ich glaube, an mich war diese Frage wegen dem Mobbing gestellt worden. Also meine Erfahrung ist, dass es keine Einzelfallregelungen gibt, weil gemobbte Kinder müssen das in der Gruppe lösen. Und es geht eigentlich nie da Ausnahmeregelungen zu bekommen, sondern es heißt, ihr müsst da drinnen bleiben oder ihr müsst halt in die Psychiatrie. Also ich bin selbst betroffene Mutter. Mein Sohn ist über lange Jahre hinweg, einer meiner Söhne, lange Jahre gemobbt worden. Wir haben eine Schule nach der anderen gewählt, um einen Weg daraus zu finden. Und irgendwann hat er klar gesagt, er will da nicht mehr hingehen, weil die Situation hat sich nicht gemessert. Und wir haben Therapien und Verschiedenes ausprobiert und es ging nicht. Und das ist eine Geschichte, die nicht ein Einzelfall ist, sondern die immer wieder auf mich zukommt und die mir immer wieder erzählt wird und wo die Eltern alle möglichen Sachen probieren mit dem Kind zusammen und irgendwann nichts mehr geht. Also von der Sarah, von der ich beschrieben habe, kommt die Äußerung ganz klar, wenn sie wieder zurück in die Schule muss, dann nimmt sie sich das Leben. Und da muss ich sagen, also da hört es einfach auf. Wie gesagt, es ist kein Einzelfall. Ja, Gerald Hüther, ich war der Hirnforscher. Und Ihre Frage zu den Lernprozessen und dem Unterschied zwischen Kindergarten und Schule. Ja, haben Sie vollkommen recht. Und die Antwort ist so einfach, dass ich mich eigentlich wundere, warum wir da nicht selber drauf kommen. Im Kindergarten ist das, was die Kinder dort lernen, alles etwas, was die Kinder lernen wollen. Sie sind die Gestalter ihres eigenen Lernprozesses. Die Kindergärtnerinnen oder die Erzieherinnen bauen einen Raum, in dem das Interesse der Kinder geweckt wird, sich mit diesem oder jenem zu beschäftigen. Aber es gibt keine Noten, es gibt keinen Druck, es gibt kein Muss. Es ist alles die Urform des menschlichen Lernens und wahrscheinlich die nachhaltigste, nämlich spielerisches Ausprobieren, was alles geht im Leben. Und dabei lernen, wie das Leben geht. So ist das mal ursprünglich gewesen. Und das ist diametral entgegengesetzt zu dem, was man dann in den Schulen, und lieber Herr Minister, es tut mir leid, aber wenn Sie die Umfragen sehen, wie gerne Schüler in die Schulen gehen, dann
dürfen Sie nicht vergessen, dass die Schüler am meisten nicht darunter gelitten haben während der Corona-Zeit, dass dort kein Unterricht und Sachwissenvermittlung stattgefunden hat, sondern die Schule ist inzwischen bedauerlicherweise der einzige Ort, wo die noch ein bisschen soziale Kontakte haben können. Die hatten Sehnsucht nach ihren Freunden, aber nicht nach dem Bildungsplan und nach dem Lehrplan. Und noch einmal die Bitte, ich bin da wieder die Spaßbremse. Das kriegen wir heute nicht raus, gelle? Und so, letzte, Herr Hüther, weiter. Und die letzte Frage, wie kommen wir da raus? Natürlich müssen wir da raus. Ich habe vor einigen Jahren, als die Vorgängerregierung hier noch im Amt war, war ich schon mal hier und habe gesagt, wir müssten die ganze Kommune zu dem Ort des Lernens machen, sodass die Schule dann das noch übernimmt, was sozusagen die Kommune nicht kann, aber an sich. Und das ist das Modell, um Kinder gut groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das wurde damals sehr begrüßt von den Abgeordneten. Es ist dann ein Programm aufgenommen worden, das können Sie noch im Internet finden. Das hieß Neue Lernkultur in Kommunen. Es sah so aus, dass eben plötzlich ganz viele Lernorte in der Kommune bereitgestellt worden sind, wo Kinder dieses informelle Lernen sozusagen im praktischen Tun, im Mitwirken, bei Handwerkern, bei Künstlern und was es alles gab, gelernt haben. Und das ist wunderbar gelaufen, das Programm. Bedauerlicherweise ist es ihm dann so ergangen, wie es allen Programmen geht, und kommt eine neue Regierung, da wird der ganze alte Kram weggefegt und unser schönes Nelekom-Programm ist dann damit untergegangen, aus dem Haus, gibt es nicht mehr. Aber so müsste es gehen. Wenn ich jetzt wieder was initiieren sollte, ich würde das immer über die Kommune machen, damit die Kinder in der Kommune beheimatet sind und die Schule nicht ein isolierter Ort bleibt, wo das Leben gar nicht stattfindet. So, und das müssen wir irgendwie hinkriegen in Zukunft. Wie wir das schaffen, Ansätze sind da, müssten wir uns zusammensetzen, überlegen, wie wir die Schule besser in die Kommune einbetten können, sodass die Schüler nicht in der Schule lernen, sondern in der Kommune lernen. Und die Schule ist der besondere Ort, wo es also besondere Dinge zu lernen gibt, die man da bei den Handwerkern oder den anderen Gewerbetreibenden in der Kommune nicht lernen kann. Danke. Genau, ich gucke mal zu Herrn Reinhardt, alle Fragen beantwortet? Nein, Herr Stern noch, genau. Ich wollte eine kleine Anmerkung zu Herrn Holter machen. Sie erwähnen die vieltausenden Schülerinnen und Schüler, die gerne zur Schule gehen. Das mag ja sein, das bestreite ich nicht. Für mich ist aber relevant, wenn es nur einen gibt in Thüringen, der Nein sagt, hat er das Recht, dass er gehört und erhört wird. Und es ist aus meiner Sicht ein Skandal, dass es einen Staat gibt, der sich freiheitlich-demokratisch nennt und der Meinung ist, mit Gewalt den Willen oder das Nichtwollen eines Menschen brechen zu dürfen. Und das ist umso skandalöser, als diesem einen Menschen, der nur als minderjährig gilt, noch nicht einmal ein Abwehrrecht gewährt wird. Das ist ein Grundzug der Demokratie. Keine Gewalt ohne die Möglichkeit, diese abzuwehren. Ich bin sowieso gegen Gewalt. Aber wenn überhaupt, dann muss jeder junge Mensch das Recht haben zu sagen, lieber Herr Holter, ich finde Ihre Schule für mich nicht passend. Und dann noch ein Letztes. Ich glaube, der Unterschied von formal und informal, das hat jetzt mit der Frage zu tun, ist, beim einen bin ich Subjekt, beim anderen bin ich Objekt. Und Sie, Herr Holter, und die Regierung und das Parlament haben die Aufgaben, den Menschen als Subjekt anzuerkennen und dafür zu sorgen, dass es als Subjekt auch tatsächlich respektiert und akzeptiert wird. Das ist der Grundzug einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dafür plädiere ich, damit Sie sich dafür einsetzen, nicht dafür, dass wir eine Schule des 19. Jahrhunderts weiter besteht, dass eine Schule aus dem 19. Jahrhundert weiter besteht, die sowieso keine Bedeutung mehr hat für das 21. Vielen Dank. Nein, ich mache gleich eine Sitzungsunterbrechung, sollte das nicht unterlassen werden. Ich war jetzt wirklich sehr, sehr großzügig. Ich habe hier vorne nämlich so einen Zettel liegen, was muss ich tun, wenn? Und die Präsidentin hätte schon längst geräumt. Das will ich nur sagen, wegen dem Bekundungsverfahren. Ich hatte mich auf der Rednerinnenliste und jetzt ist dann auch Herr Abgeordneter Hartung dran. Weil die Aussage, die Sie gerade jetzt zum Schluss getroffen haben, die erschreckt mich, weil wir hören, wir kümmern uns alle um die Kinder. Ich bin Großmutter, ich weiß, wie wichtig das Lernen für die Kinder und alles ist. Und da komme ich jetzt zu Ihnen, Herr Hüther, das, was Sie gesagt haben, Lernen findet auch im Ort statt. Und da sehe ich halt, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Und wir wird ja schon individuell auch geschaut, wie kann man Kinder auch individuell fördern. Ich meine, das ist ja auch schon gegeben. Und wir setzen ja keinen unter Druck, weil das hat mich jetzt erschreckt, Ihre Aussage. Ich will das jetzt nur mit zur Kund geben. Und deswegen auch nochmal, wenn Sie sagen, lernen im Ort, das gehört mit dazu, weil ich finde es wunderbar. Ich habe zu Hause jemanden sitzen, der ist Künstler. Und da fände ich es gut, wenn der sich mit einem künstlerischen Austausch mit anderen trifft und alles. Und das machen die ja auch häufig, ne? Also so ist es ja nicht. Nur haben wir aber das Problem, dass nicht in jeder Schule, in jedem Dorf eine Schule ist. Also wie könnten Sie sich das vorstellen, wenn man sagt, nur in dem Ort das Lernen? Oder sagt man, okay, wir machen beides miteinander, weil irgendwie gehört es zusammen? Ja, ich habe doch nicht vor, die Schule abzuschaffen. Sondern es geht uns darum, Räume zu schaffen, in denen Kinder und Jugendliche etwas lernen können, was für ihr späteres Leben so unendlich wichtig ist und was man aber in der Schule so nicht lernen kann, weil man es nicht unterrichten kann. So, und wenn Sie, und natürlich müssten das Lernerfahrungen sein, die Sie zum Beispiel im Feuerwehrverein, im Sportverein, weiß der Kuckuck, wo Kinder überall was lernen können, machen. Nur im Augenblick ist die Schule so dominant, dass wenn man in der Schule mithalten will und dann auch noch den Anforderungen genügen will, ist ja überhaupt keine Zeit mehr. Fragen Sie mal die Kinder und Jugendlichen, wann die mal noch was machen dürfen, was ihnen sozusagen selbst gefällt und wo sie sagen, das würde ich gerne lernen. Die haben gar keine Zeit mehr, nicht mal mehr für einen Sportverein. Sehr gut. Da widerspreche ich Ihnen, mein Teenager 17, der hat noch Zeit für viel Blödsinn. Ich sag's Ihnen. Herr Hartung, bitte. Ja, also ich möchte mich der Frau Vorsitzenden ausdrücklich anschließen. Ich finde es wirklich erschreckend, wenn man gesetzliche Pflichten erlässt, dass jedem, auch jedem Minderjährigen mit allen eingeschränkten Urteilsfähigkeiten das Recht zugestanden werden sollte, sich diesen Pflichten zu verweigern. Also das wäre, glaube ich, der Anfang vom Ende unserer Zivilgesellschaft. Aber das ist nur das eine. Herr Hüther, ich habe mal eine Frage. Sie haben das ja angesprochen, dass Sie hier schon mal mitwirken durften. Sie haben damals im Rahmen der Enquete-Kommission die hirngerechte Ausgestaltung des Klassenzimmers gefordert, beziehungsweise das hirngerechte Klassenzimmer. Wie geht denn das zusammen? Jetzt wollen Sie, dass die Kinder das Klassenzimmer verweigern dürfen. Erstens hätte ich die Frage, was ist Ihre Auffassung von hirngerechtem Klassenzimmer und was fehlt in unserem Schulsystem für dieses hirngerechte Klassenzimmer? Und das andere, wenn wir das denn hätten, würde das die Forderung nach Schulbefreiung aushebeln oder könnten man den Kindern auch dieses hirngerechte Klassenzimmer weiterhin vorenthalten? So, Herr Hüther, bitte. Ja, danke für die Frage. Also erstens, so einen Titel, hirngerechtes Klassenzimmer, den hat dann möglicherweise der Veranstalter über diese Veranstaltung drüber geschrieben oder über meinen Beitrag, das ist nicht von mir. Sowas ich arbeite nicht mit dem Begriff hirngerechte Kinderhaltung oder hirngerechtes Unterrichten, weil ich weiß, dass das Gehirn nur ein Teil unseres menschlichen Organismus ist und dass das immer, ohne Hirn geht nichts, aber ohne den Rest geht auch nichts, das gehört zusammen und deshalb ist es immer ein ganzheitlicher Prozess und ich wehre mich auch ein bisschen gegen diese Übertragung von neurobiologischen Erkenntnissen, so als ginge es nur ums Hirn. So, das ist der eine Teil und der zweite heißt dann, ein hirngerechtes Klassenzimmer gibt es überhaupt nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, die Schule zu einem Ort zu machen, wo Schüler gerne hingehen und wo die ihrer angeborenen Entdeckerfreude und Lernfreude nachgehen können. Und wenn das nicht so gut gelingt und wenn es dann auch Schülerinnen und Schüler gibt, die diesen Ort nicht so ganz schätzen können, aus Gründen, die man sich dann vielleicht noch genauer angucken kann, aber dann muss es auch die Möglichkeit zu geben, dass man die Möglichkeit geben, dass man dann als Schüler seinen Eltern gegenüber sagen darf, Mama, Papa, da möchte ich nicht mehr hin. So, und als das in meiner Zeit passiert ist, dass ich als Kind nach Hause gekommen bin und habe gesagt, Mama, da will ich nicht mehr hin, dann hat die Mama gesagt, da gehen alle hin, da musst du auch hin, morgen gehst du wieder hin. Und dann habe ich mich hingesetzt, Ranzen aufgesetzt, nächsten Tag bin ich wieder hingegangen. So ging das früher. Und jetzt, sie kriegen einfach
Sie kriegen eine andere Situation. Jetzt gibt es plötzlich Mütter oder Eltern, die fragen dann ihren kleinen Fridolin, wenn der von der Schule kommt und sagt, er möchte da nicht mehr hin, dann sagen die, warum willst du da nicht mehr hin? Dann kann der genau erklären, warum er da nicht mehr hin will. Und dann sagt die Mutter, okay, wir machen einen Termin bei dem Direktor und dann erklärst du dem das. Und dann gehen die zusammen zum Direktor und der kleine Fridolin kommt mit und dann sagt der Direktor, bitte Mutter, setzen Sie sich hier mir gegenüber. Sagt sie, nee, ich bin nur mit. Mein Fridolin sagt Ihnen, was ihm nicht gefällt. Und dann setzt sich die Mutter in den Hintergrund und der kleine Fridolin erklärt dem Schuldirektor, warum er nicht mehr hin will. So, und dann hört der Schuldirektor, die Lehrerin sieht mich nicht, die Lehrerin kritisiert an mir herum, die anderen Schüler mobben mich, ich weiß nicht, wie ich das, was ich eigentlich lernen möchte, hier noch lernen sollte. Das Kind kann das sogar richtig beschreiben. So, und das finde ich ist ein Riesenfortschritt. Und das wird immer häufiger werden. Es wird immer häufiger so werden, dass die Kinder nicht als Unmündige umherlaufen, sondern dass die von Eltern ermutigt werden, wenn sie an irgendetwas leiden, das auch zum Ausdruck bringen, in einer kompetenten Weise. Eltern aber nicht dahingehen in die Schule und die Schule fertig machen, sondern mit den dort Verantwortlichen gemeinsam nach Lösungen suchen. Es geht um eine Lösungssuche. Es geht hier überhaupt nicht um Klassenkampf für oder gegen Schule. Das ist doch albern. Es geht um die Frage, wie können wir Kindern, die sich in der Schule nicht wohlfühlen, helfen, damit die ihre angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust dann eben außerhalb der Schule oder in anderen Rahmenbedingungen nachgehen können und dann auch entfalten können. Herr Dr. Hartung, Nachfrage? Aber ja, ich bin jetzt ein wenig verwirrt, Herr Hüther, gestehen Sie es mir zu. Ich zitiere aus einer Broschüre aus dem Jahr 2007 mit dem Titel Das gehirngerechte Klassenzimmer. Die ist zugegebenermaßen nicht von Ihnen, aber sie nimmt ausdrücklich auf Sie Bezug. Und in diesem Zusammenhang, ich zitiere, betont der Neurobiologe Gerald Hüther, dass Kinder mit einem, wieder Zitat, unglaublichen Potenzial zur Welt kommen, das durch viele unterschiedliche praktische Erfahrungen in Alltag und Schule gefördert werden muss. Kinder sind keine Gefäße, die man mit Wissen füllen kann. Sie brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können, sagt Hüther. Zitat Ende. Vielen Dank, genau das habe ich gesagt. Aber ich habe da nicht drüber geschrieben, man bräuchte ein hirngerechtes Klassenzimmer. Ich betone Alltag und Schule. Ja, habe ich doch eben gesagt. Naja. So, Frau Dr. Klisch ist als nächstes dran. Ja, herzlichen Dank. Ich kann mich bei meinem Vorredner insofern anschließen, dass ich mich, und ich muss sagen, ich habe selber 2 Kinder, aber patchworkmäßig mittlerweile 5, ich mich frage, was habe ich vielleicht in meiner Erziehung übersehen? Weil prinzipiell würde ich allen, die uns hier, also in dieser Stunde, und manche haben sich ja sehr knapp fassen müssen, einen Überblick gegeben haben, in vielen Aspekten recht geben. Natürlich, und gerade der Punkt, Lernen ist mehr als Schule oder dieser Vergleich mit dem Eisberg, also sozusagen das formelle und informelle Lernen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir lernen tagtäglich, die Babys lernen in den ersten Sekunden, sie lernen aus der Mimik, aus ganz vielen körperlichen Kontakten etc. Also Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess und wir wissen auch, dass er nie aufhört. Letztendlich ist es aber so, dass sich mir 2 Fragen stellen. Ich glaube, dass Lernen eben nicht alleine stattfindet, sondern immer in der Kommunikation, immer im Austausch, also mit den Objekten, aber eben insbesondere mit uns Menschen. Wir sind Wesen, die natürlich immer den Kontakt brauchen, die immer das Feedback brauchen. Und Lernen ist auch nicht etwas, was einfach unbegrenzt im Raum floatet, sage ich jetzt einfach mal. Sondern zum Lernen gehört auch dazu, dass man Grenzen erkennt, dass man Fehler macht, Fehler erklärt bekommt, dass man auch Dinge, die man vielleicht zwar mit den Augen sieht, aber nicht wahrnimmt, auf diese Dinge aufmerksam gemacht wird. Und ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Also wir haben hier ein wunderbares Lernhaus auf der EGA und es gibt auch in Erfurt sehr viele Lernorte. Also genau der Gedanke, den Sie ja geäußert haben, dass man an verschiedenen Orten nicht nur in der Schule lernt, und zwar das Dannerkiel-Wüstenhaus. Und ich war da letztens mit dem Jüngsten meiner Familie, nämlich einem 8-Jährigen, und in diesem Wüstenhaus kann man mit einem iPad auf alle möglichen Objekte draufziehen und dann wird einem das erklärt. Also dann geht ein Fenster auf und so weiter.
Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele Kinder dort zwar gerne an diese iPads gingen, so fernrohrmäßig, und hielten die da drauf und dann wurde bunt und es bewegte sich was, aber die Aufmerksamkeit gar nicht mehr bei dem Objekt war und auch gar nicht irgendwie sozusagen hinterfragt wurde, was kommt da jetzt eigentlich oder was bedeutet das, was da gerade erklärt wird. Und es braucht eben doch auch jemanden, der das tut, also der sozusagen ein Stück sie an der Hand nimmt und sagt, schau doch mal, hier geht es um Wasser oder da geht es um irgendwelche anderen Themen. Mit anderen Worten, ich glaube, das Lernen lebt eben auch davon, dass die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen und ihren Kindern ihr Wissen weitergeben. Und das passiert eben nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft. Und Schule ist so ein Ort der Gemeinschaft. Und ich gebe Ihnen recht, dass wir durchaus diesen Ort in der Entwicklung immer wieder hinterfragen sollten und weiterentwickeln sollten, genau in die Richtung, dass wir es eben noch besser machen, so wie Herr Holter sagte, es ist notwendig, dass man auch immer wieder über Lehrmethoden streitet, über Lehrmethoden nachdenkt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Ort, an dem Kinder sehr viel mitnehmen für ihr Leben. Und wir sollten vor allen Dingen auch Kinder dabei beachten, die vielleicht nicht ein Elternhaus haben, was eben per se ihr eigenes Kind an die Hand nehmen, sondern die eben einfach sagen, hier bist du und guck, wo du bleibst. Und auch da ist Schule ein Ort, der eben durchaus auffangen kann und der auch eine Zukunft geben kann, weil Lernen ist Zukunft. Also das, was man in einer Schule lernt, das, was man im Leben als junger Mensch lernt, gibt einem die Zukunft, die man dann später auch haben kann, die Freiheit, die man dann auch leben kann. Und ein letzter Punkt, den ich mich ganz extrem gefragt habe, ich muss dazu sagen, ich bin die Vorsitzende vom Gesundheitsausschuss, habe in den letzten Jahren viel mit Corona und Isolation und Vereinsamung und solchen Themen zu tun gehabt. Und ich glaube, Corona hat einerseits positiv vielleicht einen digitalen Anschub gegeben, dass vieles jetzt deutlich schneller geht in unserer Gesellschaft, was Digitalisierung angeht. Aber es hat auch dazu geführt, dass gerade Schüler in dieser Zeit digital vereinsamt sind, sehr alleingelassen worden und vor allen Dingen offensichtlich nur noch ihr Laptop oder ihr iPad oder Ähnliches als Freund oder als Wissensgeber kennen. Und das kann natürlich am Ende vielleicht spezielle IT, also ich glaube, es gab ein Beispiel, wo eine junge Frau dann Englisch gelernt hat, weil sie damit die Programme besser schreiben kann. Das ist ein positives Beispiel, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Beispiele, wo die Kinder sich einfach in einer virtuellen Welt verlieren, die nichts mehr mit der aktuellen, echten Realitätswelt zu tun hat. Und das möchte ich einfach, und ich bin auch Ärztin, nochmal aus dem Aspekt einfach eine Sorge zu bedenken geben, wenn wir Kinder sozusagen aus einem Setting rausnehmen. Es geht ja hier um die Abschaffung dieser Pflichten, dann halte ich das für den falschen Weg. Aber ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen lernen, weiterdenken und wir müssen es vor allen Dingen auch anders gestalten. Das glaube ich, da haben Sie mich auf jeden Fall auf Ihrer Seite. Aber wo ist die Frage, Frau Dr. Klisch? Die Frage war, ob das so gemeint war, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen von Herrn Professor Hüther, dass er meint, aber er hatte das, glaube ich, meinem Vorredner, deswegen habe ich mich da angeschlossen, schon erläutert, dass für ihn Schule auch Teil des Lernens ist. So habe ich Sie verstanden. Ja, natürlich. Und genau. Ich bin nun der Letzte, dem Sie sagen müssen, dass wir soziale Wesen sind und dass wir überhaupt nur gemeinsam mit anderen lernen können. Und die Kinder, die während der Corona-Pandemie zu Hause vereinsamt sind vor ihren Rechnern, die sind nicht des Rechners wegen zu Hause vereinsamt, sondern weil sie da gar nichts mehr durften. Die durften auch nicht mehr in Sportvereinen und auch nicht mehr in andere Einrichtungen. Und das kann natürlich, das ist dann ein bisschen viel. Wenn man einem Kind keine anderen Betätigungsmöglichkeiten mehr bietet, als in der Wohnung zu hocken und mit diesem digitalen Gerät rumzumachen, da ist ein bisschen was sehr daneben gegangen. Aber natürlich sozial, wir können überhaupt nur von anderen lernen. Aber nochmal um den Punkt, die Gemeinschaft per se ist nichts wert, wenn sie schlecht ist. Wenn ich in der Gemeinschaft bin mit lauter Leuten, die alle nicht gerne lernen, dann ist es besser, ich wäre in einer anderen Gemeinschaft oder ich würde wenigstens einen finden zu Hause, der gerne lernt. Also Gemeinschaft per se hat doch keinen Wert. Und das müssen wir uns doch überlegen. Und deshalb kommt es eben so sehr, Herr Minister, auf die Qualität dieser Beziehungskultur in den Schulen an. Und wenn es solche Fälle gibt, wie wir sie hier gehört haben, kann man nur sagen, da scheint die Qualität der Beziehungskultur in den Schulen für sehr viele Kinder oder für eine gewisse Anzahl von Kindern, und sei es auch nur eins, nicht ausreichend gut zu sein. So, dazu will noch mal Herr Stern kurz was sagen und dann ist Frau Baum dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wir sind dabei, abzugleiten in ein Tribunal über Schule und Lernen und Kinder. Das ist nicht der Sinn der Petition. Die Petition hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie, meine Damen und Herren, in Thüringen die Möglichkeit schaffen, dass neben dem normalen, aus Ihrer Sicht für normal gehaltenen schulischen Weg, es auch einen anderen Weg geben kann für Menschen, für die das System Schule nicht geeignet ist. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie sagen, es haben zwar alle Leute einen Wagen, aber ich möchte mit dem Fahrrad fahren oder mit der Bahn. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass so und so viele Millionen Menschen, dass das System Schule für alle Menschen gut und identisch brauchbar ist. Wir müssen davon ausgehen im 21. Jahrhundert, dass es da der Unterscheidung bedarf. Und unser Plädoyer, mein Plädoyer nach 50 Jahren Beschäftigung damit ist, lass uns bitte einen Schritt vorangehen. Nicht das Alte bestätigen, sondern endlich mal neue Möglichkeiten erschaffen. Möglichkeiten, die alle Potenzialen des Subjekts berücksichtigen und tatsächlich unterstützen. Darum geht es. Darum geht es also, wenn es heißt, wir wollen neue Möglichkeiten eröffnen und nicht nur bei den Alten bleiben. Deshalb mein Anliegen, meine Bitte an Sie, lassen Sie uns bitte zurückkehren zum Anliegen der Petition. Vielen Dank. Das machen wir. Und trotzdem, das ist die Anhörung der Petenten, haben die Abgeordneten das Recht, Fragen zu stellen. Und wir haben es ja am Anfang gesagt, hier wird gar keine Entscheidung getroffen. Das wird im Bildungsausschuss, die werden sich damit verständigen. Und eine Bitte, und also eine Petition ist eine Bitte oder eine Beschwerde. Das heißt aber, je nachdem, wie die Mehrheit eines Ausschusses entscheidet oder der Landtag, dann wird sich daraus was ergeben. Deswegen, eine Forderung ist es nicht. Jetzt Frau Baum. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Petentinnen und Petenten. Wir reden ja so ein bisschen über zwei Dimensionen. Sie haben das gerade auch noch mal deutlich gemacht, Herr Stern. Das eine ist ja die Frage, was braucht es für eine Schule, die dem aktuellen Zeitalter und der Zukunft angemessen erscheint. Und da teile ich Ihre Vision, Herr Hüther, von einer Schule, wo tatsächlich viel intrinsisch motiviert gelernt wird und wo auch in der Gemeinschaft, in der Stadt, in dem Ort, wo das eine Rolle spielt, was drumherum passiert, ja, wo die Unternehmer drumherum oder die Vereine drumherum einfach einen Anteil haben. Deswegen, mich würde noch mal interessieren, Herr Rickert, Sie als Schulleiter, ehemaliger Schulleiter und Schulverweigerer, wenn ich das jetzt vorhin richtig rausgehört habe, haben ja möglicherweise versucht, in Schule Veränderungen herbeizuführen, auf welche Hindernisse Sie gestoßen sind. Und dann noch mal zurück auf das, was Sie gerade einbrachten, Herr Stern, zu der Frage, brauchen wir eine, sagen wir mal, ich nenne es mal eine Sonderlösung für die, die auch, selbst wenn die Schule dann so ist, wie wir sie uns vorstellen, trotzdem nicht rein wollen. Und Sie haben das selber in Ihren Ausführungen deutlich gemacht. Deswegen würde mich noch mal interessieren, wie Sie das einwerten, weil Sie haben sich ja abgegrenzt von anderen Gruppen, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Und nun sind wir natürlich hier als Gesetzgeber oder auch in der Regierung nicht nur für ein paar Teile der Gesellschaft zuständig, sondern müssen irgendwie entscheiden, wie macht man sowas denn im Zweifel legislativ, ohne dass dann die hinten runterfallen, die es eigentlich besonders nötig hätten, dass wir uns kümmern, ja? So, und da würde mich mal interessieren, wie Sie den Unterschied machen wollen. Weil dann kommen nämlich auch ganz viele von denen nicht in die Schule, wo wir sagen müssten, na, da wäre es aber gut, du würdest mal noch ein paar andere Leute kennenlernen als deine Familie, ja? Das ist mal so auf den Punkt gesetzt. Bitteschön. Ja, ich will ganz wenige Beispiele bringen. Als ich Schulleiter wurde, habe ich alle Kolleginnen und Kollegen befragt, wo der Unmut über das Bildungssystem, die Schule und so weiter sitzt. Und über 90% der 50 Kollegen und Kolleginnen haben gesagt, das Schulsystem ist völlig anachronistisch. Die gesamte Struktur passt überhaupt nicht mehr in die Gegenwart hinein, geschweige in die Zukunft. Die Jugendlichen werden nicht auf Zukunft ausgerichtet. Und dann habe ich gesagt, was wollen Sie ändern? Und dann brach sofort der Mut, die Fantasie zusammen. Und alle, bis auf eine Kollegin, haben gesagt, man kann ja doch nichts ändern. Zweites Beispiel. Vorletzte Woche fand in der Evangelischen Akademie Loccum eine Tagung mit dem niedersächsischen Kultusministerium statt unter dem Titel Zukunft gestalten mit transformativer Bildung. 150 Lehrkräfte waren dort zugegen.
am ersten Tag gab es riesige Utopien, Fantasien, Visionen über das, was Bildung in Zukunft leisten muss. Und nach 3 Tagen, auch hier brach das vollständig zusammen. Am Ende haben alle, ich zitiere jetzt mal ein bisschen, gesagt, es scheitert alles an den hierarchischen Strukturen, es fehlt uns an Gestaltungsmöglichkeiten und die Kollegen und Kolleginnen flüchteten sich in den Konjunktiv und in eine Ja-Aber-Pose. Und das dritte Beispiel, ich selbst bin im Moment noch tätig in einem Institut, das zum Niedersächsischen Kultusministerium gehört. Und ich habe mal eine Umfrage unter Kollegen und Kolleginnen gemacht. Wir sollen ja sozusagen Lehrkräfte fit machen für die Zukunft. Und ich habe gefragt, was ist denn Futures Literacy? Wer von euch kennt Futures Literacy, also die Zukunftswissenschaften, die in Deutschland übrigens kaum bisher en vogue sind, sondern vor allen Dingen in Finnland entwickelt worden sind. Von 150 Mitarbeitenden hat es niemand gewusst. Das spricht meines Erachtens Bände. Ich schaue zu Frau Baum, alle Fragen beantwortet. Wie bitte? Herr Stern noch, okay. Ich danke Ihnen für Ihre Frage, die sehr treffend ist. Ich möchte Ihnen zu bedenken geben, dass ich den Begriff Kind nicht gebrauche, sondern den Begriff Menschen. Und das ist für mich von Bedeutung, denn ich rede vom frei sich bildenden Menschen, der ein Leben lang dieses Bedürfnis hegt und pflegt. Und mein Ansinnen an Sie als Legislative ist, dass Sie tatsächlich dafür sorgen, dass jeder Mensch selbstverständlich das Recht hat, frei sich zu bilden und niemand ihn davon abhalten darf oder kann. Das ist das Erste. Zu Ihrer zweiten sehr treffenden Anmerkung möchte ich hinzufügen, Sie haben ja recht, ich setze mich ab von einigen Leuten, mit denen ich nichts zu tun haben will. Beispielsweise von Leuten, in dem Fall von Eltern und von anderen sogenannten Pädagogen, die aus entweder ideologischen, pädagogischen oder religiösen Gründen sektenartige Gruppierungen bilden, und am Rande des gesellschaftlichen Geschehens ihre Ambitionen dann verwirklichen wollen, zu Lasten des Nachwuchses. Und wenn ich von der Möglichkeit rede, des Rechtes frei sich zu bilden, dann geht es darum, dass jeder Mensch, Sie und ich und jeder andere hier Anwesende, selbstverständlich das Recht hat, frei zu bilden. Und Sie haben, als Legislative, ich wiederhole es, die heilige Pflicht dafür zu sorgen, dass das möglich ist. Aber ein Recht ist keine Pflicht. Und das ist ganz wesentlich, lieber Herr Holter, denn in unserem Grundgesetz oder in unserer Verfassung stehen die Rechte vor den Pflichten. Die Pflichten ergeben sich manchmal aus den Rechten, aber aus den Rechten ergeben sich nicht unbedingt Pflichten. Das ist ganz wichtig. Und so ist es also von großer Bedeutung. Sie können von mir aus gewisse Pflichten aufrechterhalten, beispielsweise Recht zu fahren im Verkehr. Die Briten fahren links und haben nicht mehr Unfälle als wir. Daran kann man erkennen, dass Pflichten Willkür sind. Aber es spielt keine Rolle. Wir können für gewisse Dinge Pflichten haben. Aber der Schulanwesenheitszwang ist völlig widersinnig im 21. Jahrhundert. Deshalb meine Bitte, lass uns dafür sorgen, dass jeder Mensch tatsächlich von der Legislative unterstützt, ein Recht hat, frei sich zu bilden. Es gibt eine Wortmeldung von Frau Dr. Bertner. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen und diese interessanten Anregungen. Und wir haben ja in Thüringen nun doch einige Probleme. Können wir in Thüringen vielen Kindern die Schulpflicht gar nicht erfüllen, wie ich in der Zeitung gelesen habe. Aber wir haben auch andere Probleme. Ich glaube, mich zu erinnern, dass 10% der Schüler, die die Schule verlassen, ohne Abschluss verlassen. Ne? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Schüler, die ohne Abschluss eine Schule verlassen, dass die Freude am Lernen haben. Denn dann hätten die auch Freude, den Abschluss zu machen. Haben Sie Ideen, wie man mit dieser Schülergruppe, also 10%, kann sein, dass es 1 oder 2 drüber sind, wie man mit dieser Schülergruppe umgehen könnte,
um denen wieder Freude am Leben, Freude am Lernen zu geben. Denn wer ohne Schulabschluss hier runtergeht von der Schule, der hat ja schon ein vergeigtes Leben, muss man jetzt einfach so sagen, ne? Und welche Möglichkeiten würde es geben, genau diese Schülergruppe aufzufangen aus Ihrer Sicht? Also sicherlich nicht, indem ich die Jugendlichen konfrontiere mit den Pflichten, die sie haben, bestimmte Stoffe zu lernen, sondern das ist eine ganz mühselige Beziehungsarbeit. Also ich selbst habe das ja an mir erlebt. Ich bin nach der 10. Klasse ohne Schulabschluss und trotz attestierter Hochbegabung aus der Schule hinaus expediert worden. Und ich habe dann über Beziehungsarbeit auch mit Lehrkräften tatsächlich später den Weg zurückgefunden und auch das Interesse gefunden. Aber genau aus zwei Gründen eben nicht. Es wurde nicht moralisch argumentiert, das ist das eine. Und das zweite auch nicht mit dem Hinweis auf Verlust irgendwelcher Abschlüsse, die ich nicht hatte zunächst. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich hatte zum Beispiel später, als ich dann als Lehrkraft auch gearbeitet habe, eine Weile, ich habe immer alle Hochbegabten in meinen Unterricht bekommen, weil die Kolleginnen und Kollegen damit nichts anfangen konnten. Und die haben bei mir jede Freiheit, die es gab, bekommen. Und die haben alle ihre Abschlüsse geschafft, die sie vorher niemals hätten bekommen können, weil sie in der Regel mit 5 oder 6 vorzensiert waren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, einen Weg zu finden zu dem Individuum. Und das ist das große Problem in dem System Schule, auch zwangsläufig natürlich. Es kollektiviert im Grunde genommen, trotz aller Bemühungen in Individualisierung, das weiß ich sehr wohl, aber im Grunde ist es ein kollektivistisches System, was genau auf diese einzelnen Aspekte von jungen Menschen überhaupt keine Rücksicht nehmen kann und will. Und das Dritte ist, dass es gibt 2 Promotionen zu dem Thema Lehrer und Angst. Also viele Lehrer, beide Arbeiten weisen das nach, in Osnabrück und Tübingen entstanden, dass Lehrkräfte diesen Beruf wählen, weil sie sehr ängstlich sind oder sie sind sehr ängstlich und wählen deswegen diesen Beruf. Sie haben Angst vor Macht, vor Hierarchien, sie haben auch Angst vor Elternschaften. Und das Problem ist, dass diese Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, sehr häufig aus sehr bürgerlichen Settings kommen. Das heißt, sie können sich bestimmte Biografien gar nicht vorstellen. Das beginnt bei Migrationsfragen und endet natürlich dann auch bei Themen wie ich verweigere mich der Schule. Also ich habe das damals ja auch selbst erlebt. Niemand von meinen Lehrkräften konnte irgendwas damit anfangen, dass ich nicht mehr zur Schule gegangen bin. Ich wurde kriminalisiert, ich wurde zum Psychologen geschickt, also die ganze Palette kenne ich auch. Und ich war aber nicht krank, aus meiner Sicht, bis heute. Und diese Sensibilität zu haben, auf individuelle Fragestellungen einzugehen, ich will das jetzt gar nicht kulminieren lassen in der Frage, gehe ich zur Schule oder nicht, das wird weder in der Universität gelehrt, noch in der zweiten Lehrerphase, in der ich auch tätig gewesen bin, und auch nicht in der späteren Lehrerfortbildung. Also das ist ein großes Dilemma aus meiner Sicht, dass hier Beziehungsarbeit bei allen Bemühen, was immer wieder zu konstatieren ist, insgesamt viel zu wenig gelernt wird und dadurch auch gelebt wird. So, jetzt habe ich Frau Herold und Herrn Reinhardt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Hüther. Ich bedanke mich sehr, sehr vorab erstmal sehr, dass Sie hier zu uns gesprochen haben. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Sie hatten den Stress erwähnt und das Unvermögen von erwachsenen Menschen im späteren Leben irgendetwas zu lernen, weil frühe Blockaden sie daran hindern. Ist es möglich, dass prä- und perinataler Stress unter anderem Muster erzeugt, die späteres Lernverhalten maßgeblich beeinträchtigen oder beeinflussen? Die eine Frage. Die andere Frage, wir haben ja hier viel gehört von Mobbing und Schülern, die in dieses System Schule aus diesem Grund auch nicht hineinpassen. Könnten Sie sich vorstellen, dass es gelingen könnte, wirksame Konzepte zu etablieren, die diesen Teufelskreis und diese schlechte Kommunikationsstruktur aufbrechen können zwischen Elternhaus, Schule, Mitschülern und dem betroffenen Kind oder heranwachsenden Menschen? Und zum Dritten, es kommen ja oft diese, sag ich mal, durch die Schule etwas misshandelten Kinder, oft auch aus lernen- und bildungsfernen Strukturen, aus prekären Situationen, in denen sie dann später auch Opfer werden. Wie könnten wir dafür sorgen, gesetzt den Fall, ihr Konzept fände im Laufe der Zeit doch Anklang und
würde berücksichtigt werden? Wie könnten wir sicherstellen, dass diese vom Leben vorab schon benachteiligten Kinder durch die Befreiung von der Schulanwesenheitspflicht nicht ein weiteres Mal in eine Benachteiligung rutschen, sondern dann wirklich in Strukturen finden, die ihre Potenziale voll entfalten? Ich würde Herrn Reinhardt gleich mit rannehmen, weil da haben wir den Block zu. Herr Reinhardt, bevor Herr Hüter dann gebündelt antwortet. Na, eine Frage geht nochmal an Frau Senkel, die ja sozusagen die Petition ja auch eingeschrieben hat, also zumindest mit Namen, und da ja sozusagen der Zugang zu einer Online-Schule national, international hergestellt werden soll, durch die Abschaffung der Schulanwesenheitspflicht. Also das ist ja sozusagen das Hauptgros dieser Petition. Also nicht, wie funktioniert Schulbildung und sowas alles, was wir debattieren und wie Gehirnforschung funktioniert und so weiter. Das ist alles richtig und wichtig und darüber muss man auch debattieren. Aber Sie wollen ja die Möglichkeit der Online-Beschulung haben. Und das wäre ja, also so steht es ja in dieser Petition drin, da können Sie ja mit dem Kopf schütteln, kann ich auch noch mal zitieren, wenn Sie wollen. Da beziehen Sie sich ja eben auf die informelle Bildung, egal. Die Frage ist, und das war vorhin auch meine Frage nach diesen Einzelfällen, also meine Frage ist nicht, ob Sie sozusagen Einzelfälle sozusagen geben, sondern ich wollte wissen, wie die Einzelfallentscheidung zur Möglichkeit der Nichtanwesenheitspflicht in einer Schule ist und damit der Option der Online-Schule. Weil wenn wir sagen, die Schulanwesenheitspflicht wird abgeschafft, dann tritt ja in diesen Space, in diesen Raum etwas anderes. Was ist denn das andere? Ist es der Mama, ist es die Papa, die unterrichten, ist es das Kind, was alleine unterrichtet, ist es die Oma, ist es die Online-Schule und, und. Also was ist es sozusagen, wo das Kind dann macht? Weil im luftleeren Raum passiert es nicht. Und Sie beziehen sich ja hier, welches Ziel hat die Petition, kann ich hier nochmal zitieren, Bildungsmöglichkeiten zu öffnen und Ihnen unter anderem Zugang zu nationalen, internationalen Online-Schulen, national anerkannte Bildungsabschlüsse zu erreichen. Ja, was ist denn dann das andere? Wäre auch nochmal eine interessante Frage. Aber Online-Schule ist ja meine konkrete Frage. Bitte. Okay, dann wird man so machen. Erst hatte sich, glaube ich, Herr Hüter, dann Frau Kern und dann Frau Senkel. Kurze, knackige Antworten nochmal bitte. Kurz und knackig, das liebe ich auch sehr. Ich mache es mal ganz einfach. Davon, dass man in der Kindheit mal irgendwann ein schlechtes Erlebnis hat, muss man nicht das ganze Leben lang geschlagen herumlaufen. Wenn es dann anschließend wieder Menschen gibt, die einen in die Arme nehmen und die einen so stützen, dass man über diese schwere Situation, die wir dann gerne auch Trauma nennen, hinwegkommt. Also Trauma ist nichts, was unheilbar ist und was das ganze Leben bestimmen muss. Gerade in der Traumatherapie sind, glaube ich, die allergrößten Fortschritte in der Psychotherapie gemacht worden. Und deshalb wäre es nur wichtig, dass die in der Schule aufpassen, die Lehrer. Und wenn die merken, dass so ein Fall auftritt, dann möglichst schnell so eine kompetente Hilfe herbeigeführt wird. Die Situation mit dem Mobbing ist auch ganz einfach zu erklären. Sie brauchen immer zwei fürs Mobbing. Einer, der schwach genug ist, dass er sich davon so beeindrucken lässt. Und einen, der es unbedingt nötig hat, andere niederzuboxen. Und das müssen wir uns in den Einzelsituationen anschauen. Und mein Ansatz wäre eben, Kinder und Jugendliche so zu begleiten, dass die in ihre Kraft kommen und dass die stark genug sind, dass sie nicht von jedem Dahergelaufenen, der da im Internet irgendwas auf in ihren Chatroom schreibt, gleich aus der Fassung bringen lassen. Ja, und das gehört dann eben mit in diesem Bereich Schutz. Und ich glaube, dass es aber nicht möglich ist, dass wenn ein Kind sich in seiner Schule nicht wohlfühlt, jetzt komme ich nochmal auf die Petition zurück, wenn ein Kind sich in dem Ort, wo es die meiste Zeit verbringt, über Jahre hinweg, und es sich dort nicht wohlfühlt, dann haben alle Erwachsenen versagt, die dieses Kind gesehen haben und nichts getan haben, um ihm aus diesem Gefühl herauszuhelfen. So, und da... Wir bräuchten diese Petition nicht zu stellen, wenn es nicht zu viele Kinder gäbe, die sich in der Schule nicht wohlfühlt. Also heißt die Frage, wie können wir das verbessern? Und da kommen wir nicht weiter, indem wir dann sagen, aber so ein Kind hat gefälligst seine Pflicht zu erfüllen. Das macht es ja noch schlimmer. Dann fühlt es sich über. Also wir müssen andere Wege finden. Das war das Plädoyer, was wir hier einbringen wollten und wollten es Ihnen ans Herz legen, darüber nachzudenken, ob es nicht möglich ist, diese Schulanwesenheitspflicht in Zukunft so auszugestalten, dass das, was wir alle wollen, nämlich dass Kinder sich entfalten können, dass das auch gewährleistet bleibt. Das muss kein Gegeneinander sein. Wir helfen Ihnen gern, wenn Sie Fragen haben. Wir haben genügend Erfahrung und gesammelt in diesem Bereich, wie es anders gehen könnte. Wir wollen Ihnen auch nicht vorschreiben, diese Schule so zu lassen, wie sie ist. Nur
wir haben versucht darzustellen, dass es besser wäre, wir täten was. Und ich habe Ihnen gesagt, es wäre schön und ich würde mich besonders freuen, wenn in Thüringen was getan würde. Eigentlich ein fantastisches Schlusswort, weil ich sehe schon das nächste Ministerium, aber es gibt natürlich, Frau Kern hat sich nochmal gemeldet. Habe ich einen falschen Namen? Ich war das, Frau Klinkicht. Die Hand war hier so nah. Ich möchte sagen, was wir uns wirklich wünschen, ist die Hinwendung zum Menschen. Ich bin dankbar für einige Fragen, die hier von den Damen gekommen sind, die zeigen genau das, was wir wollen. Wir wünschen uns eigentlich überhaupt mal einen Dialog dazu. Die Fragen, wie kann es gehen, sind unheimlich wertvoll und wir könnten uns sehr viel darüber unterhalten, wie das gehen könnte. Allerdings ist es so, es geht wirklich erstmal um die Haltung und vor allem unsere unhinterfragten Vorstellungen hin zu hinterfragen. Wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, stimmt das überhaupt wirklich, dass jemand ohne Schulabschluss keine Zukunftschancen hat? Das stimmt nämlich nicht. Wir können uns Gedanken machen darüber, bildungsferne Schichten, die Verwahrlosung, Vernachlässigung, was Sie besprochen haben. Die bildungsfernen Schichten sind Folge unseres Schulsystems. Die sind die Folge dessen. Wir müssen uns das Ganze total systemisch angucken. Den Punkt Mobbing möchte ich unbedingt auch sagen. Mobbing, schauen Sie doch mal, wo Mobbing stattfindet. Mobbing findet in ganz bestimmten Strukturen statt. Es ist nicht eine Sache nur zwischen Individuen. Und wir brauchen aus meiner Sicht kompetente Menschen, die sich wirklich den wirklichen Problemen, und zwar den zwischenmenschlichen. Uns geht es nicht um die Schule. Wir können über jeden anderen Kontext reden. Uns geht es darum, oder mir vor allem geht es darum, wir haben eine Gruppierung von Menschen in unserer Gesellschaft, die ganz Jungen, die werden diskriminiert. Die werden diskriminiert und diese Diskriminierung müssen wir aufheben. Und die Schule ist nur ein Bild dafür, was uns das zeigt und wo diese Diskriminierung sichtbar ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir wirklich, so wie es hier teilweise geschieht, in einen Dialog kommen. Und der Hintergrund ist, wir wollen wirklich, dass der junge Mensch, wie Bertrand Stern es immer wieder sagt, als Subjekt erkannt und respektiert wird. Und wir brauchen bei all so unseren Fragen, was braucht ihr? Nur die jungen Menschen fragen. Wir brauchen nur die jungen Menschen fragen. Die werden es uns sagen. Ich habe ganz nah mit ihnen zu tun. Ich schaue als Psychologin jeden individuell an. Und diese Fragen, wie kann es für dich gehen? Wie kann für dich der richtige Weg sein? Schauen wir immer individuell an. Natürlich gibt es aber allgemeingültige Sachen. Und im Grunde, und was ich auch noch sagen möchte, weil das ja auch kam, es geht, glaube ich, uns allen nicht darum, die Schulpflicht abzuschaffen. Darum geht es nicht. Es geht uns um den Menschen. Es geht uns darum, dass der Mensch einen Weg wählen kann, der für ihn gut ist und der für uns alle gut ist. Aus meiner Sicht schafft sich dann diese Zwangsstruktur von ganz alleine ab. Und wenn ich das sagen darf, aus meiner Beobachtung geschieht das alles längst. Die Frage, wie kann es gehen, brauchen wir uns nicht mehr stellen. Die jungen Menschen gehen diesen Weg bereits. Sie werden es auch weiter tun und wir werden mitgehen müssen. Wir werden es nicht aufhalten können. Und aus meiner Sicht wäre es schön, wenn wir alle angstfrei und offen mit einem offenen Herzen und einem offenen Hirn, also nicht im Sinne von Krankheit, sondern wirklich mit einem offenen, wachen Verstand und Geist mitgehen, was uns allen als Gesellschaft guttun wird. Und wir Experten und sich andere und Sie können uns total gerne über unsere Fragen unterhalten, wenn Sie ernst gemeint sind, wenn Sie wirklich ernsthaft an der Lösung interessiert sind. Ich stehe gern zur Verfügung und meine Leute hier neben mir auch. Danke. Okay, dass der Petitionsausschuss Anhörung immer ernst nimmt und auch das Bildungsministerium zeigt die Anwesenheit des Bildungsministers. Ich glaube, das ist nicht überall so. Und ich glaube auch, die Kinder und Jugendlichen, die heute oben auf der Tribüne gesessen haben, haben unglaublich viel an Demokratieerfahrung mitgenommen, weil Thüringen hat das beste Petitionsgesetz bundesweit, das muss man einfach mal deutlich sagen, und es ist nirgendwo so einfach, eine öffentliche Anhörung zu bekommen, wie bei uns in Thüringen. In diesem Sinne danke ich allen, die heute da waren, allen, die miteinander diskutiert haben. Und morgen findet eine öffentliche Anhörung im Bildungsausschuss statt, genauso am Livestream. Danke Ihnen, kommen Sie gut nach Hause. Und wir machen jetzt eine Lüftungspause, weil in 20 Minuten die nächste Anhörung läuft. Danke.